Thank you.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Vampire the Masquerade V5, Rhein in Flammen, Staffel 2, Folge 4. Wir haben am letzten Abend aufgehört, als es zum Gespräch zwischen Karl und Joe kam. Und mit diesem Gespräch möchten wir am heutigen Abend beginnen, bevor wir alle unsere Kinder der Nacht wiedersehen. Viel Spaß. Joe. Hi. Ich bin Karl. Ich glaube. Mein Freund da hinten hat woher kennst du mich? Briefe gefunden. Du hast Briefe gefunden? Nein, du hast meine Briefe gefunden. Hab ich. Also jedenfalls waren sie weg. Kann auch jemand anders genommen haben. Diese Briefe, die du meinst, wie waren die unterschrieben? Johanna. Hätte bis heute auch nicht gedacht, dass ich dich jemals treffen werde. Johanna, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mir das hier wirklich anders vorgestellt. Aber Moment, jetzt mal ganz. Wie heißt deine Mutter? Arnold. Maren. Ich möchte
möchte das gerne glauben, aber in dieser Welt, du bist ein Anarch. Bemerkt, was ich mit deinem Grabstein gemacht habe. Du hast falsche Daten. Was heißt falsche Daten? Du weißt es wahrscheinlich noch nicht mal. Er kramt in seinem. Er tut so, als würde er in seinem Sakko kramen, hat aber immer noch seinen Pullover an und scheint davon ein bisschen verwirrt zu sein, dass er nicht. Greift in seine Tasche. Blättert ein Notizbuch auf, was schon völlig zerfleddert aussieht. Ich habe mir aufgeschrieben, was du dafür Daten hast einmeißeln lassen. Ich finde es jetzt nicht. Wieso? Ich habe es nicht rausgefunden. Ich weiß nicht. Stell dir vor, du bist in dieser Welt und jemand. Plötzlich erscheint ein Grabstein von dir und Briefe von deiner Tochter und ich dir geschrieben, da war ich noch nicht. Das hier. War das Problem? Dass ich noch nicht das hier war? Nein! Dass jemand dass dich jemand geturnt hat. Nein. Ich wusste nicht, dass du lebst. Also, was heißt hier lebt? Dass du noch auf der Welt bist. Mir wurde mein Leben lang erzählt, du wärst gestorben, bevor ich geboren wurde. Und dann treffe ich dich heute und du bist das Gleiche, was ich jetzt bin. Nein. Bisschen anders. Ja, schon anders. Ich hab den Ort gewählt, um was zu verstecken. Um was zu verstecken? Ich habe Dinge herausgefunden. Und deswegen bin ich das, was ich jetzt bin. Weil man dich beschützen will oder weil man dich bestrafen will? Weil man mich getötet hat. Oder es versucht hat. Und anscheinend habe ich mich gut genug gemacht. Und jemand hatte Mitleid mit mir. Wenn man das Mitleid nennen möchte. Und jetzt bin ich das. Kennst du deinen Erzeuger? Tina ist ihr Name. Tina. Und sie ist ein Anarch. Ja. Und sie hat dich gefunden, nachdem man dich getötet hatte? Noch nicht ganz. Ich war noch dabei zu entkommen. Anscheinend habe ich mich gut genug angestellt. Wer hat dich getötet? Ich weiß nicht genau, wer es war. Es ist alles ein bisschen. Es war eine aufregende Nacht, könnte man sagen. Johanna, das tut mir alles so leid. Die Daten auf dem Grabstein. Das sind Koordinaten. Koordinaten zu einem Schließfach in einem Bahnhof. Der Rest wird sich erklären. Im Düsseldorfer Bahnhof? Finden. Was? Bitte? Du wirst es finden. Weiß nie, wer zuhört. Ja, das ist. Brauchst du Hilfe? Aber nicht. Ich meine, tot bin ich schon. Johanna, es können noch so viele Dinge passieren, nachdem man stirbt. Gemerkt. Ich
ich kann dich... Ich würde dich gerne mit in den Haven, in unseren Haven nehmen. Aber ich glaube nicht, dass ich das offiziell darf. Du bist... Ich... Hast du meine Nummer? Die von deinem Nosferatu-Freund. Warte, ich geb dir meine. Tastet wieder seine Hosen ab. Findet dann sein Notizbuch wieder. Erste Seite. Und reißt es raus und hält dir das Papier hin. Da die Nummer drauf. Ist eine Handynummer drauf. Willst du meine haben oder holst du dir die von... Gib sie mir lieber. Ich kann nicht, wenn ich mir etwas holen soll. Ja, das fällt auf. sie schreibt ihre Nummer drunter und reißt das Papier in der Hälfte durch. Gib die andere Hälfte zurück. Er faltet das sehr sorgfältig und packt das in sein Notizbuch. Du musst mir sagen, wenn du noch Probleme hast. Ich habe Freunde. Ich habe zugegebenermaßen auch genauso viele Feinde. Und manchmal bin ich mir nicht sicher. Aber du bist nicht allein. Was man dir angetan hat, ich will versuchen, dir zu helfen. Ich hatte gehofft, dass all das nicht passieren müsste, wenn du weiter denkst, ich wäre nicht mehr hier. Mist. Sie hat mir sehr viel von dir erzählt. Und deswegen habe ich auch die Briefe geschrieben. Ich habe irgendwann als Kind angefangen, dir Briefe zu schreiben im Tagebuch, weil ich dich nie kannte. Du kannst... Ich bin nicht so gut im SMS schreiben. Vielleicht ist es besser, wenn... Du kannst... Ich würde mich freuen, wenn ich sie lesen könnte. Ich muss mal gucken, ob ich sie noch finde. Und ob ich zu Hause einbrechen muss, um sie zu holen. Ach, verdammt, was ist denn mit Maren, denkt sie? Weiß sie? Ich konnte es herauszögern bis jetzt, aber Klausurenphasen und Abgabetermine und all das macht Sinn, dass man so gut wie nichts von seiner Studententochter hört. Du studierst. Mehr. Nicht mehr. Ich hatte studiert. Und das hilft halt ein bisschen, um nicht persönlich bei ihr zu erscheinen, sondern ab und zu mal eine Nachricht zu schicken. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich das noch machen kann. Das ist ein ganz, ganz großer Scheiß. Johanna. Wir müssen uns da was einfallen lassen. Maren darf das alles nicht herausfinden. Dass sie mit reingezogen wird. Denn egal welche Seite. Alle werden versuchen, das zu bereinigen. Ich glaube, du hast ja schon mitbekommen, was das bedeutet. Okay. Es ist schön, dich kennenzulernen. Immer die Möglichkeit. Ja. Und, Tina, sagst du? Und du sagst, du wärst entkommen?
denen, die mich eigentlich töten wollten. Aber ich gehe zum Schließfach. Okay. Lass uns, es ist zu. Er schaut sich auch um und schaut sich die mehr oder weniger guten Sichtschutz, den diese alte Tankstelle bietet, an und okay, es ist nicht die richtige Zeit, nicht der richtige Ort, aber ich muss mit Tina reden und ich muss nochmal mit dir darüber reden, wie du zu dem geworden bist, was du bist und ob du da, wo du bist, richtig aufgehoben bist. Meld dich, ja? Und sei vorsichtig. Ich glaube, ihr seid ein bisschen näher daran, entdeckt zu werden, als ich. Ja, von der Inquisition. Also, wenn man das so sagt. Wer auch immer das ist. Aber wir kümmern uns darum. Wir haben den Turm im Rücken, sag ich mal. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob der Feuerschutz bietet oder einem den Rückzug versperrt. Mal sehen. Ja, ihr solltet ja Kontakte zu uns knüpfen. Hi. Hi. Ja. Ich. Suchst den anderen? Nein. Ja, und das sollten wir auch nicht machen. Uns verwundbar. Ja, ich. Es ist mein Klüngel, aber niemand weiß, wer an wem noch Fäden zieht. Na gut. Okay. Ich, reibt sich so ein bisschen über die Hosenbeine und tritt so von einem Fuß auf den anderen. Wobei, ich wollte gerade fragen, ob du gut nach Hause kommst, aber ich muss selber jemanden anrufen. Nach Hause bringen. Bitte? Soll ich dich fahren? Ich hab mein Auto hier. Ja? Ja. Okay. Dann, wär's, wenn du mich ein paar Blocks vorher absetzt und dann, Ja. Keine Sorge, ich fahr schon eine Weile und auch so, dass man mich nicht finden soll. Okay, das ist gut. Und, du hast ja schon gemerkt, dass ich ein bisschen anders bin als vielleicht andere, die du bis jetzt kennengelernt hast. Keine Blitzer? Bitte? Du musst wissen, wo die stehen. Bitte. Du bist nicht geblitzt. Ich wurde noch nie geblitzt. Okay. Na gut. Dann, fahr mich mal nach Hause. Wir befinden uns am nächsten Abend, am Sonntagabend, nachdem ihr am Klärwerk wart, wo ihr zwei Männer
etwas rabiater angegangen seid, mit letalen Folgen. Und nachdem Claytons Schrottplatz-Dude namens Pete aufgeräumt hat. Für eine Bezahlung, die heute stattfinden soll. Alicia und Clayton sind zu Kurt Vincent in die Villa gefahren. Alicia hat durch Michelle den Eintritt bekommen. Und Clay wurde im Nachhinein hineingelassen, nachdem er nochmal jagen war. Karl hatte das Gespräch mit Joe und wurde etwas weiter von eurem Unterschlupf abgesetzt, ist ebenfalls sich nochmal nähren gegangen und kam dann aufgebracht in eurem Haven, in eurem Unterschlupf an. Also Beatrice bekommt mit, dass ein sehr aufgebrachter Karl Arnold kurz vor Sonnenaufgang die Einfahrt hochstapft und schnurstracks Richtung Schlafgemach aufbricht. Du bist selber erst vor einigen Stunden nach Hause gekommen und hast nochmal was gelesen und dann siehst du halt was, ja, beschriebene Szenerie. Markus hat sich aufgemacht in seine Kirche, beziehungsweise in sein Pfarrhaus und hat dort versucht, Ruhe zu finden, nach diesem nervenaufreibenden Abend. Und du bist auch nochmal jagen gegangen, beziehungsweise hast jemanden herbestellt. Genau. Und hast dich ebenfalls genährt. Du hast eine überraschende Entdeckung gemacht in dieser Nacht, die du dir nicht so recht erklären konntest. Nichtsdestoweniger ist sie beunruhigend. Und so wird auch dein Tagesschlaf sein. Nicht sehr erholsam. Würfel bitte mal ein W10. Mit Erfolgen, ohne Erfolge. Also so ein Ankh-W10. Ach so. Ja. Okay. Natürlich kein Erfolg. Das ist nicht schlimm. Du verlierst nur einen Willenskraft für den nächsten Abend. Den musst du einfach nur wieder, weil du einfach so gerädert bist. Mit dem nächsten normalen Schlaf regenerierst du den auch wieder. Okay. Ist einfach nur, symbolisiert so ein bisschen dieses geräderte Aufstehen. Wenn du morgens aufstehst und dich anfühlst, als hättest du dein Leben bei Wish bestellt. So dieses so. Wirklich, also das ist du fühlst dich schon, du stehst auf und hast schon keinen Bock mehr. So, weil du einfach dich den ganzen Tag gewälzt hast. So dieses Unruhige, dann hat man einfach nicht erholsam geschlafen. Genau so wachst du halt auf an diesem Abend. Okay. Und du findest auf deinem AB eine Nachricht. Zumindest blinkt es da. Okay. Ich möchte sie mir anhören. Es ist Thomas. Ja. Kommen Sie so schnell wie möglich. Grusame Nacht. Okay. Clay, du wirst die gleiche Nachricht als SMS auf deinem Handy vorfinden. Du findest Alicia aber nicht in diesem Haus. Und Michelle ist auch weg. Okay. Du findest einen Zettel in der Küche. Steht drauf: Brauche Ablenkung. Melde mich später. Alicia. Gut, dann wird sie wohl nicht mitkommen. Ja, ich mache mich bereit. Zieh meine Maske an. Und setze mich aufs Bike. Gut. Wie viel Uhr haben wir denn? Ist frisch aufgestanden. 20 Uhr, 19:30 so um den Dreh. Es ist noch früh. Und es ist halt Sonntag, ne? Es ist immer noch Wochenende. Na, ich muss ja noch das Geld abgeben. Das ist richtig, ja.
Ja, willst du auf dem Weg vorbei? Ja. Alles klar, machen wir gleich. Währenddessen, meanwhile, in Neuss, in eurem Haven, da wacht eine Beatrice Adler auf. Du merkst, als du aufwachst, wie dein ganzer Körper noch nicht so ganz will, wie du möchtest. Und erst nachdem du dich darauf konzentrierst, dein Blut durch deinen Willen zu bewegen, merkst du, wie langsam deine Gliedmaßen anfangen zu kribbeln und wieder erneut zu leben beginnen. Du merkst, dass es schwer ist und träge, genau wie die letzten Abende. Und es wird irgendwie nicht besser, obwohl das Ganze jetzt schon einige Wochen her ist. Es wird und wird einfach nicht angenehmer, abends aufzuwachen. Und so pulst du dich langsam und schwerfällig aus dem Bett und siehst eine Notiz auf deinem Nachttischchen. Kommen Sie bitte nach oben. Tee. Träge nimmst du das so aus dem Augenwinkel wahr, also du guckst so verschwommen, so mit Knarr, also wenn du noch Tränen, also ne, so diesen Knarrs in den Augen hast du natürlich nicht, aber ne, es ist einfach, oh, es ist alles sehr schwerfällig. Ja. Ja. Dann werde ich mich mal langsam, aber sicher dann nach oben begeben. Du bist sehr leise, warte mal. Echt? Jetzt habe ich dich lauter gedreht. Okay. Ja, ich werde mich langsam, aber sicher nach oben begehen. Gut. Ja. Oben sitzt Karl an seinem Computer. Oder an einem Computer, den er sich scheinbar neu gekauft hat. Was schon sehr bizarr aussieht, aber immerhin sind es schon mal Flachbildschirme. Das macht Karl noch etwas zeitverrückter als so ein... genau so sitzt er davor. Klick. tatsächlich siehst du, dass er ein ausgedrucktes Windows 10... Betriebshandbuch auf seinem Tisch liegen hat und da beginnt aufgeregt zu blättern, während er auf der rechten Seite seinen altgedienten Block hat und sehr aufgeregt etwas schreibt und immer wieder von links und rechts und dann mal wieder Klick. Okay. Adler. Ich hoffe, Sie haben wohl geruht. Ja, ging so. Kommt es. Immer mal wieder so über den Bildschirm an. Gesprächig und charmant wie immer, wie ich sehe. Dann nehmen Sie doch Platz. Danke. Dann werde ich mich hinsetzen. Weiß nicht, ob da irgendwo was steht. Willst du es einmal beschreiben? Weil ich glaube, Beatrice war noch nie... Nee, eben, deswegen. Ich meinte Jonas, nee, ob du es einmal deswegen für Beatrice beschreiben möchtest, weil sie war ja noch nie oben. Okay. Stimmt, sie war ja noch nie oben. Du kommst, wenn du aus dem Fahrstuhl herauskommst, oder fährt sie Fahrstuhl oder kommt sie mit der Treppe? Fahrstuhl, weil ich mich dementsprechend ja nicht gut fühle, ne? Ich sehe also an, wenn du aus dem Fahrstuhl rauskommst, dann siehst du einen Flur, der mit einem breiten roten Teppich ausgelegt ist. Ist eine große Doppeltür aus schwerem Holz. Geht so zwei kleine Treppen rauf und kommst im Prinzip in einen großen Raum, so eine Art Lounge-mäßig, wo Sofas angeordnet sind. Es sieht aus wie eine Mischung aus Open Working Space und Hotel Lounge.
so ein bisschen in den 90ern. In die Richtung. In den 90ern, ja. Und große, große Fenster vorne, also das gesamte dritte Geschoss ist verglast und es gibt halt ein, zwei kleine Nebenräume. Eines davon ist das Büro von Karl und da hast du ihn drin sitzen sehen. Als du reingekommen bist, wirst du, ja, du siehst halt ein klassisches Arbeitszimmer, sag ich mal, so das gut bürgerliche Arbeitszimmer. Schweres Holz, tatsächlich auch Bücher in Regalen dahinter, eine Topfpflanze, die aus, ich weiß nicht, wie Thomas es macht, aber die trotzdem überlebt. Und jetzt halt auf der schönen Lederschreibunterlage dieser PC, der da drauf steht und da sehr, sehr fehl am Platz wirkt. Und davor sind tatsächlich zwei, vor dem Schreibtisch sind zwei Stühle, auf die man sich setzen könnte. Okay. Gut, dann werde ich mich auf einen von den zwei Stühlen setzen. Ja. Frau Doktor, kennen Sie sich mit Geistern aus? Nicht so wirklich, nein. Schade. Ich dachte, ich frage mal. Manchmal kann man Sachen ja auch wie sagt man so schön? Ein Haus, sagt man ja, glaube ich, jetzt lösen. Aber dann ist uns das leider nicht vergönnt. Haben wir ein Problem. Mhm. Ich habe einen Zettel gefunden. Ich soll nach oben kommen. Ja, ich hoffe, die anderen werden auch bald einmal mit einem Zettel. Oder? Doch, ja. Hat ich einen Zettel geschrieben? Oder war das Thomas? Ah, ich freue mich jedenfalls, wenn die anderen auch einen treffen. Kennen Sie sich denn mit Computern aus? Also ein bisschen, ja, so ein bisschen. Hervorragend. Diese CD-ROM, die ich hier einlegen soll. Mhm. Bekomme ich denn sowas? Auf sei das Betriebssystem. Sie brauchen für Ihren PC ein Betriebssystem, oder wie? Wie darf ich das verstehen? Davon gehe ich aus. So steht es hier. Also wenn es im Betriebshandbuch drin steht, wird vielleicht irgendwo dort auch eine CD dabei liegen. Mal dieses Buch auf, dreht es auf die, dreht es um. Plünk, plünk. Tatsächlich. Hm. Das gibt's doch auf CD. Da steht DVD drauf. Das ist dasselbe. Sozusagen, ja. Nur ein bisschen größer. Größer, sagen Sie. Die kleineren sind so schwarz und haben diese silberne Lasche drauf, richtig? Nein, die haben wir schon lange nicht mehr. Das sind Disketten. Ja, Lirum Larum. Markus, du kommst oben an. Da kann ich auch später kümmern. Du kommst oben dann auch mal irgendwann an. Ja. Ach, Frau Adler. Hallo. Hallo. Hi. Markus. Schön, dass du wieder hier bist. Ja. Thomas hat gesagt, ich soll möglichst schnell kommen. Kann mir schon vorstellen, dass es klar war, dass wir uns heute auf jeden Fall wieder treffen müssen, nachdem was gestern passiert ist. Das müssen wir. Hast du Beatrice schon in Kenntnis gesetzt? Bisher noch nicht. Ich dachte, wir tauschen die Informationen gemeinsam aus. Ich selbst bin ja auch nicht voll darüber im Bilde, was Joe und du gefunden haben. Ja. Wir warten mal, bis die anderen da sind. Und dann setze ich mich hin und mach kurz die Augen zu, kreuz die Arme und wach. Albert sich auch zur Seite setzen, das Betriebshandbuch jetzt vergessen und
und relativ etwas vorsichtiger sein Notizbuch schreiben. Karl, kann ich noch mal kurz einen Computer benutzen? Bitte, das es steht dir frei. Er wurde zwar gesagt, man könnte ihn direkt benutzen, aber... Okay, ich gehe mal hin. Guck mal es an. Karl, was zum Teufel? Ist noch gar nichts eingerichtet. Er wurde gesagt, ich könnte das hinstellen und benutzen. Okay. Ich hätte ja Thomas Lux geschickt, aber Thomas ist sehr beschäftigt. Okay. Gut, dann... Bitte, er steht auf und... Ja. Ich fange an, das Betriebssystem zu installieren. Hält die DVD hoch. Ja, dankeschön. Guck auf dem Buch, auf den Cover nach, wo das Passwort ist und allen drum und dran und fang an, das zu installieren. Okay, der Rechner rödelt. Schön. Meanwhile, Clay, du fährst zu Pete. Wir nennen ihn der Einfachheit halber jetzt mal Schrottplatz Pete. Clay? Ja. Okay, ich dachte, das Bild wäre gefreezed, weil du einfach dich gar nicht mehr bewegt hast. Wie so ein Chamäleon, einfach mit dem Hintergrund verschmolzen. Jetzt musst du nur noch schaffen, die Augen so unterschiedlich zu bewegen. Dann. Gut. Nee. Auf jeden Fall. Pete sitzt in seinem Büro mit einer Flasche Bier, hat die Füße auf dem Schreibtisch und zählt tatsächlich ein Bündel Geld. Während, als du auf den Schrottplatz drauf fährst, siehst, wie gerade eine große Schrottpresse so einen großen schwarzen Würfel hinterlässt. Ich fahre Richtung Büro und klopfe. Jo, komm rein. Moinsen. Du hast gestern noch was vergessen. Ich weiß, aber ich wollte erst mal gucken, wie viel da anfällt. Meine Jungs haben da noch ein bisschen sauber gemacht. Da war ja überall Kirschmarmelade. Nennen wir es Kirschmarmelade. Ja. Du kannst den Würfel übrigens mitnehmen, wenn du willst. Nein, danke. Habe ich mir gedacht. Wir werden ihn entsorgen. Da waren noch eure Freunde drin. Ja. Ich dachte, du schaust nicht rein. Nun, ich muss wissen, wie dringend es weg muss. Ich weiß auch gar nicht, was da drin war. Und er zwinkert dir einmal zu. Alles klar. Dann hast du hier die Kohle. Jetzt guckt sich die Kohle, also er guckt sich das Bündel einmal an. Alles klar. Es freut mich immer wieder, mit dir Geschäfte zu machen. Gleichfalls. Wenn du was brauchst, meld dich. Immer. Man sieht sich. Haust dann. Ach, sag mal. Ja. Er guckt so auf das Motorrad. Falls du das mal pimpen willst. Kumpel von mir hat angefangen zu schrauben. Okay. Wenn du willst, schicke ich dir nachher mal die Daten. Ja, zieh mal rüber. Alles klar, will dich nicht aufhalten, Bruder. Bis dann. Und ja, fahr jetzt auch zum... Ja. Gut. Ja. Das dauert noch ein bisschen, während der Windows-PC installiert. könnt ihr euch noch gerne unterhalten. Ich sag dann, wenn Clay mit reinkommt. Es sei denn, du machst irgendwas Spezielles noch, während, wenn du reinkommen willst, einen speziellen Auftritt. Weiß ich nicht. Doppelten Flick. Ins Alto oder so. Doppelten Flickflack ins Büro. Das will ich sehen. Tada! Der Nosferatu. Ah, da bin ich. Kuckuck. Hallöchen. Okay, alles klar, dann fahr du. Die Schatten und die Heimlichkeit. Tada. Karl, ganz wichtig. Mhm. Wenn du etwas herunterladen willst,
mehreren Seiten Leute, die betrügen. Dort gibt es dann das Wort Download. Aber da sind verschiedene, viele Button drauf. Nicht alle durchklicken. Bitte. Hast du noch ein Virensystem oder irgendwas hier drauf? Irgendwas da? Norton. Er schaut mal in einen Karton, der halb versteckt hinter der Topfpflanze stand. Mhm. Mal da dann rum. Da siehst du kein Antibiotika, nee. Ich fürchte nicht, aber ich will auch eigentlich nur was tippen und ich möchte mir diese Satellitenbilder anschauen. Okay, dann er sollte jetzt durch sein hier. Dann zeige ich dir mal das. Hier. Das hier, das sind die Codes über unsere Akte. Und das hier, wie du siehst, ist eine Polizeiwache. Dann haben wir hier St. Gerion. Eine katholische Kirche. Gerion. Ja. Dann haben wir hier, das verstehe ich nicht ganz, aber naja, ein Möbelgeschäft und ein Damenbekleidungsgeschäft. Scheint irgend so eine Art Einkaufsgasse zu sein. Geschäft. Ja. Dann haben wir hier Geschäft. Ein Erotik-Kino. Davon gibt's genug hier. Ja, aber ich glaube. Naja, das hier ist. Ding, das verstehe ich auch nicht. Eine Hundetagsbetreuung. Reingassi. Keine Ahnung, was es damit auf sich es hat. Es gibt Gangrel und Nosferatu, die sich weigern, sich von Menschen zu nähren. Hm. Die Elentiere. Wo ich zuerst, sag ich mal, rotiert wurde, haben die es nicht lang gemacht. Aber in der Camarilla ist das nicht so unverbreitet, wie man das denken möchte. Okay, dann hier, das ist der Lokschuppen. Lokal. Und dann kommen wir zu den Codes, die. Erst ist beunruhigend. Ich habe auf einer Seite ein Foto von mir entdeckt. Ein mit Foto dem... von dir? Ja. Ziemlich altes Foto. Dennoch. Denn der eine Satz geht mir nicht aus dem Kopf. Besonders in der. Ich konnte nicht gut schlafen. Aber er stand dort. Hinweise verdichten sich. Also verdichten sich. Ja. Okay, und ihr habt es ja eh schon gehört, deswegen kann ich es auch zeigen. Zack, das hier ist meine Kirche. Katholische Kirche Dionysos. Ich hab's ja eh schon. Joe hat ja eh schon lautstark geplaudert, dann kann ich euch das ja wenigstens erzählen. Dann hier weiter haben wir das. Kfz-Meisterbetrieb und Motorentechnik. Dann hier noch eine Anlage in Neuss. Und siehst du das hier? Die Anlage in Neuss kennt ihr übrigens. Ne? Das ist die Anlage, wo ihr ja. Boris verfolgt habt. Die Kleingartenanlage, genau. Ein paar Blocks weiter von eurem Unterschlupf. Ja. Okay. Und dann haben wir das hier. Denn das sieht mir aus wie ein Klärwerk. Okay. Die andere Adresse, die ihr gefunden habt. Bei einigen Sachen. Ganz kurz, ja? Die eine Adresse, die du wahrscheinlich in einem Wohngebiet verortest, ist ja. Übrigens das Pfandleihhaus. Ah. Okay. Darf ich auch ganz kurz zwischen rein fragen? Sehe ich auf dem PC oder sehe ich klar, nicht? Ja klar, siehst du das. Ich sehe drauf, okay. Ja, Geheimnis. Ich weiß ja nicht, wo der Stuhl steht. Keine Ahnung. Nee, du kannst ja auch einfach rumgehen. Nee, ich würde es auch. Okay. Du kannst ja rumgehen. Was? Hält dich niemand auf. Gut. Beatrice, dir ist klar. Ich meine, es ist eigentlich lächerlich zu erwähnen. Aber dir ist klar, dass das hier alles unter uns bleibt, oder? Ja, natürlich.
Ich verstehe eh nur die Hälfte, von dem her. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Tja, im schlimmsten Fall sucht die, was heißt, ob sie aktiv nach uns sucht, wahrscheinlich schon. Mittlerweile ja. Die Inquisition als Gegner zu haben, tiefen Gegner, sehr beunruhigend. Ich dachte aber erst, das wäre ein Gerücht, aber gibt sie wohl wirklich? Sie gesehen? Anscheinend schon. Was auch immer die dort haben in diesem Gebäude. Also, ihr habt es doch auch gespürt, dieses Unwohlsein. Dieses schreckliche Gefühl im Magen. Alicia. Als Alicia die Kräfte ihres Blutes anwenden wollte, wurden ihr die Augen ausgebrannt. Ja. Vielleicht können Sie da weiterhelfen? Kennen Sie etwas in dieser Richtung, Frau Doktor? Mit Augen leider nicht, nein. Ist nicht mein Fachgebiet gewesen. Aber fragen kann man, ne? Na. Kannst also ja sagen. Ich könnte natürlich vielleicht mal in Fachbüchern nachschauen oder sowas. Könnte mal was gucken. Oder deinen Clan fragen. Oder, ja, genau, stimmt. Wäre wirklich sehr wertvoll, denn ich glaube nicht, dass viele andere Bezugspunkte haben. Sag mal, Markus, nehme an, du hast mehrere Tabs aufgemacht mit den Koordinaten. Ich habe die Befürchtung, dass diese Flut an Dünnblütigen erstmal die Position auf uns gelenkt hat. Beziehungsweise überhaupt aufmerksam hat werden lassen. Vielleicht, sagen wir mal so, ich sehe keinen anderen größeren Sinn darin, einen ganzen Haufen dünnblütigen Zellen hier überall zu stationieren, außer zu gründen oder ja auch immer, außer politisches Aufhebens verursachen und möglicherweise jemanden auf etwas aufmerksam zu machen, was er eigentlich nicht sehen soll. Das riecht mir verdammt danach. Das ist das Pfandleihhaus. Ja. Den Möbelgeschäften haben wir eigentlich überhaupt nichts, also mit dem Möbelgeschäft haben wir überhaupt nichts zu tun, aber wir sollten uns mal nebenbei anschauen. Intelligenz. Jeder würfelt mal Intelligenz mit seinem Hunger dabei. Tja, auch, obwohl ich nicht dabei bin? Nee, du nicht. Intelligenz mit Hunger. Heißt, das, was ich an Intelligenz habe, so viele Würfel würfel ich, oder wie? Genau. Okay, ich habe nur zwei Würfel, aber ich habe vier, dann würfel ich halt zweimal. Genau, und bei dem zweiten Wurf nimmst du einen Würfel mit zweien jetzt einmal. Ja. Würfel einmal mit beiden, sag mir, was du hast. 7 und 6. Okay, zwei Erfolge. Jetzt würfelst du einen noch einmal. 0. Oh, das ist sehr gut, das sind 10. Sehr schön. Und jetzt würfelst du noch einmal einen einzelnen. Das sind jetzt dein Hungerwürfel. 9. 4 Erfolge. Schmackofatz. Okay. Einfach nur Intelligenz oder auch mit Nur Intelligenz. Research oder. Nee, nur Intelligenz. Intelligenz. Kein Erfolg. Nein. Wobei, Beatrice kann das gar nicht wissen. Never mind. Sorry, Beatrice, du weißt das gar nicht. Du warst nicht dabei. Jonas 2, also Karl 2 und Markus? 0. Okay. Du guckst einfach Löcher in die Luft. Aber kann auch gar nicht mehr. Karl, dir fällt ein, ja, du bist einfach mit den Nerven ganz woanders, aber dir fällt ein, da war noch ein Keller, in den ihr mal rein wolltet. Im Pfandleihhaus, ne? Wo ihr irgendwas mit einem Chemiske vielleicht hattet. Er wäre da drin gewesen. Das weiß man nicht. Aber das fällt dir ein, wo man wieder vom Pfandleihhaus mal spricht. Das fällt dir gerade mal wieder ein. Markus. Was ist los? Also, das muss jetzt nicht zusammenhängen, aber fällt dir gerade mal wieder ein.
Erinnerst du dich daran, dass das Pfandleihhaus unterkellert war? Lange her. Nicht mit unten. Ja. Jetzt, wo er es sagt, hast du da, kommt zu langsam, aber du warst ja nicht dabei. Nur vom Hören sagen. Ich. Clay kommt rein. Mit einem doppelten Flick. Nein. Er kommt rein. Nein, Clay, du kommst gerade im richtigen Clay, Moment. Dramatisch macht er diesen. Er stößt die Doppeltüren einfach mal auf. Und kommt rein. Was geht ab? Nichts Gutes. Was geht ab? Ja! Guck mich ein bisschen verwundert um und sag Hi. Hi Clay. Schön, dass ich dir das beibringen konnte, Karl. Ich bin sehr stolz auf dich. Es hat mich Überwindung gekostet. Glaube ich. Gut, dass du da bist, Clay. Direkt die erste Frage. Erinnerst du dich noch an den Keller unterm Pfandleihhaus? Natürlich. Warum sollte ich mich gerade da nicht dran erinnern? Oh, weiß ich ja nicht. Wollten ist da nur mein rein. Geburtsort oder so, aber ja. Was ist mit dem Keller? Wollten wir mal rein, haben wir nicht gemacht. Erinnerst du dich? Ja. Das Pfandleihhaus taucht auf den Koordinaten auf, die wir von der Inquisition haben. Schau, ich drehe den Schirm. Somit wissen die auch alles über mich, oder was? Soweit würde ich nicht gehen. Ich vermute, oder wir vermuten, wenn ich mal so frei sein darf, euch beide hier mit zu inkludieren, dass es was mit den Dünnblütigen zu tun hat. Mag sein. Verschiedene dünnblütige Kulte, die in Düsseldorf gestützt, erschaffen, verteilt wurden. Ohne ersichtlichen Grund. Also klar, natürlich. Was war das Blutmagie, denn? Aber wenn man versucht, heimlich zu würfeln und es total in die Hose geht. Oder auf dem Boden. Ja, es war erst auf der Hose. Aber. Das sollten wir uns schleunigst angucken. Was ist der Plan? Da einfach reingehen? Sehr ehrlich, mittlerweile werden gucken müssen, ob es unter Beobachtung steht. Das ist der erste, erste Schritt. Ich habe das Gefühl, heute werden wir ein paar Köpfe rollen. Können wir vielleicht nochmal bitte darüber reden? Was war los mit euch? Also, ich... Also, Karl schaut ihn verständnislos an. Er scheint wirklich nicht zu begreifen, worum es geht. Also, ich wollte meinen nur würgen. Der Kopf ist von alleine abgegangen. Das Beatrice, denk an... Ungünstig, aber... Beatrice, um dir das mal zu erklären. Da reden Leute gerade davon, dass sie irgendwen enthauptet haben. Wie würdest du dich persönlich gerade fühlen, wenn Leute von dir davon, neben dir davon reden, dass sie Leute enthaupten beim Anfassen? Ich wollte doch gerade was sagen. Und so. Okay, sorry. Ich war zwar nicht dabei, aber was habt ihr angestellt? Also angestellt haben wir jetzt erstmal so nix. Ich habe was von Köpferollen gehört. Der ein oder andere Kopf ist vielleicht von seinem ursprünglichen Platz des Halses entfernt worden. Beatrice, du musst verstehen, das waren Leute, die sehr wahrscheinlich zu denen gehören. Und uns halt beobachtet haben. Ich bin trotzdem der Meinung, dass sie am falschen Ort zur falschen Zeit waren. Denn sie wollten, glaube ich, nicht uns, sondern halt jemand anderes. Und nun ja, ich weiß nicht, wie... Eine Verkettung unglücklicher Umstände? So könnte man das sagen, ja. Okay. Also, für Sie kurz zur Erklärung. Erinnern Sie sich an diesen einen Typen, der sich immer verwandelt hat in irgendwelche Flugtiere? Da warst du nicht bei. Nein, da war ich nicht bei. Oh, gut, es gibt so einen Typ, der hat sich immer verwandelt in Flugtier. Und wir haben den getroffen, haben dem
ein paar Fragen gestellt, dann wollte er hinterherkommen, hat gemacht, wurde zu einer Eule, ist weggeflogen und kam aber nie an. Okay. Markus, rück mal. Kurz dazu zur Information, habe ich einen Mäusebussard, das ist mein Friend, mein Buddy, habe ich hinterhergeschickt und der sagte mir danach, dass er abgeschossen worden ist. Aus der Luft. Okay. Das heißt, der ist wahrscheinlich tot. Aber das ist auch derjenige, den die beiden erwartet haben. Also hat die Inquisition nicht ihn getötet, aber wir wissen noch nicht, wer ihn getötet hat oder ob er noch vielleicht sogar noch lebendig ist. Das wissen wir alles nicht, aber das ist der Punkt, um den es gerade geht. Okay. Das ist ein bisschen kompliziert hinten raus geworden, aber okay. Blick. Also ich bin immer noch entsetzt. Ich hab's einfach mal gegoogelt. Ich hoffe, schauen mich jetzt alle entgeistert an, dass ich so viel noch in Erinnerung habe. Ja. Naja. Nichts an der Verteidigung, aber Beatrice, du musst verstehen, die waren auch nicht unbewaffnet. Und Clay, wie sagst du, hast eine im Jugendjargon, du hast eine ordentliche Ladung gefressen. Ja, kann man ungefähr so sagen. Okay, also es war sozusagen Notwehr? Ja, sagen wir, es war Notwehr. Sagen wir mal, es war Notwehr, okay. Sagen wir, zwei bedrohliche Parteien sind unglücklicherweise aufeinander gestoßen und Dinge sind so passiert, wie sie eben passiert sind. Okay. Nichtsdestotrotz, Karl, was suchst du da? Nix. Er versucht, also ihr seht, jetzt wo ihr darauf angesprochen wurdet, dass Google Maps geöffnet hat und eine weitere Adresse aufgeploppt ist. Und zwar das der Bahnhof von Düsseldorf Eller. Und er versucht gerade mehr schlecht als recht mit der Maus auf das Tab schließen. Zeichen zu gehen. Schafft es aber nicht so richtig und entscheidet sich einfach den zu klappen. Er haut den Bildschirm des Desktop-PCs voll auf den Schreibtisch. Karl? Kurze Anmerkung meinerseits. So macht man den nicht aus. Endgültig schon. Naja, also der PC läuft wahrscheinlich weiter, nur der Bildschirm wird jetzt nicht mehr verwendbar sein, gehe ich jetzt mal von aus. Aha. Ich möchte... Und dann, okay, mal so nebenbei. Wo bleibt Alicia? Ich, hier. Das ist eine ausgezeichnete Frage, sagt er, während er sich nach hinten lehnt, an den Stecker greift und Glück. Okay. Sie kommt nicht. Ich meine, nach dem, was gestern passiert ist, kann man das absolut nachvollziehen, dass sie mal Ruhe braucht. Aber hoffentlich bringt sie sich nicht in Gefahr. Sie ist ja schließlich auch noch eine Person der Öffentlichkeit, eine öffentliche Person, sag ich mal. Sie richtet ja diese Tanzveranstaltungen aus. Okay, und was ist mit der Neuen? Naja, wir haben ja nicht gesagt, dass sie herkommen soll. Nein, ja nur. Ich... Ach. Welcher Neuen redet ihr? Jo. Da müsstest du vielleicht am besten wissen, wo sie ist. Ja. Der Blick, mit dem er dich fixiert, hast du, glaube ich, bisher nur zweimal von ihm gesehen. Das ist dieser, du kannst weiterreden. Ich werde dafür auch vernichtet werden, aber das wirst du nicht mehr erleben. Blick, den er drauf hat. Jo ist, eine Anarchin. Wir werden uns mit ihr in Verbindung setzen, wenn wir Kontakte zu den Anarchen brauchen. Okay. Die gehört nicht hierher.
Schade. Ist dort besser aufgehoben, wo sie ist. Mann, du da sagst. Gut, und was ist jetzt genau der Plan? Das frage ich mich auch, denn Thomas hat mich schließlich auch hierher bestellt. Wo ist Thomas überhaupt? Thomas arbeitet. Mhm. Cool. Dann nochmals die Frage, warum sollen wir hier sein? Ich würde es wirklich begrüßen, wenn wir die Orte, die wir jetzt gefunden haben, Google Maps, suchen würden und uns anschauen, ob wir überall dort erstens Akquisitionen treffen, zweitens dünnblütigen Aktivität oder ehemalige dünnblütigen Blutaktivität herausfinden können. Frau Doktor, können Sie diese Art von Magie oder Alchemie spüren oder so etwas? Ich glaube, ja. Du hast einen Charakterbogen. Du glaubst? Klingt interessant. Also, wenn es nach Glauben gehen würde, würde ich auch einen Doktortitel bekommen. Und du dann zweimal. Ja. Clay, sie ist noch nicht so lange bei uns. Ja. Okay. Ich möchte dich daran erinnern, wie es für dich war, als du uns gestoßen bist. Ich habe keinen Doktor. Vielleicht auch besser so. Okay. Bevor wir weiter über solche Dinge noch reden. Karl, ich finde deinen Vorschlag exquisit. Was wäre aber trotzdem, wenn wir vielleicht unseren alten Auftrag erstmal beenden und Zarathustra Bescheid geben, dass wir, was wir gefunden haben? Ja, Zarathustra. Er hat uns schließlich diesen Brief gegeben, der vom Prinzen wohl höchstpersönlich war. Wir haben ihn überreicht, wir haben unseren Auftrag abgeschlossen, wir haben das herausgefunden, was wir über diese Firma herausfinden konnten. Und wir wissen, dass es dort ziemlich schrecklich für uns ist. Und ich glaube, das wäre eine Information, die Zarathustra oder der Rat generell vielleicht gebrauchen könnte, bevor wir in unserem eigenen Saft rumgurken. Mal davon abgesehen, dass ich noch einen anderen Saft habe. Ich mag unseren Saft. Soll ich ihm schreiben? Noch mal abgesehen. Soll ich ihm schreiben und fragen, ob er heute im Elysium ist? Ja, gut. Ja, dann fahren wir zum Elysium. Sprechen wir mit ihm. Helf mir nochmal auf die Sprünge. Welches Amt bekleidet er jetzt? Ein Ratsmitglied. In der letzten Woche. Hat er noch ein zusätzliches? Er vertritt die Banu Hakim im Rat. Richtig. Aber soweit ich weiß, hat er kein weiteres Amt in dem Sinne. Wir wissen, dass dieser Brief wirklich vom Prinzen war. Ich denke, ja. Ich glaube nicht. Also, es ist schwierig. Mich, wie gesagt, letzte Nacht war schrecklich. Aber ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es, ja. Ja. Ziemlich sicher. Na gut. Nichtsdestotrotz, immer noch ein Ratsmitglied, das war der Auftrag, wir sollten ihm Bescheid geben, was wir wissen. Gut. Na gut. Gut. Dann, schreib ihm gerne, wenn du Kontakt Möglichkeit zu ihm hast. Mir ist nur gerade aufgefallen, haben wir jetzt schon mal irgendwann jetzt im Laufe der Zeit mal eine feste Ansage bekommen? Ah, nee, doch, wir haben eine feste Ansage. Telefone sind komplett verboten. Smartphones, ja. Ich dachte, komplett Mobiltelefone. Ja. Wir hatten extra nachgefragt. Wir können ihn nicht mehr einfach so erreichen.
Wir müssen... Ich könnte meinen Mäusebussard fragen, ob er einen Brief schickt. Oh, wir können doch einfach zum Elysium fahren, oder? Natürlich! Gut, dann fahren wir zum Elysium. Beatrice. Du kannst ja beides gerne mit, oder? Bitte nochmal? Kommst gerne mit, oder? Ja. Ich kann ja... Ich kann genauso mit drin. Auch wenn du vielleicht nicht so viel Anteil an dem hast, was passiert ist, steckst du wohl oder übel genauso mit in dieser Suppe. Ja. Ich könnte ja twittern, dass wir losgehen. Ich sehe deine Kamera gerade nicht, deswegen sehe ich deinen Gesichtsausdruck nicht. Das Wortspiel. Das Wortspiel. Ich könnte ja twittern, dass wir hingehen. Okay. Karl weiß nicht, was Twitter ist. Deswegen versteht er das Wortspiel auch. Öffentlich, oder willst du das per PN schicken? Das war der Gag daran. Das war ein Gag. Jetzt steigt einfach in euer Auto. Los geht's. Okay. Beatrice, hast du eigentlich ein Fahrzeug, Beatrice? Nein. Dann bist du herzlich eingeladen, mit mir zu fahren. Oder je nachdem, Karl, würdest du heute mal wieder ein Auto? Einfach wieder. Nun ja, Thomas fährt normalerweise. Dann ich glaube, ich fahre diesmal mit. Ich fahre mit Clay diesmal. Okay. Gesichtsausdruck. Okay. Clay, du hast noch einen weiteren Helm, oder? Natürlich, ich warte darauf, dass einer von euch mal mit mir mitfährt. Das ist. Ja. Ich bin sehr erstaunt. Aber okay, dann los. Und ich mache dir die Fahrt deines Lebens. Davon bin ich überzeugt. Ich fahr extra kunstreich, mach ein Wheelie. Bevor wir allerdings losfahren, werde ich dir was ins Ohr flüstern und sagen, machen einen Zwischenstopp am Bahnhof in Eller. Okay. Kriegen wir hin. Der einmal so auf die Schulter und dann machen wir. Wird er das Erlebnis seines Lebens haben. Okay. Clay, würfel doch mal bitte Geschicklichkeit und Drive. Währenddessen. Darauf sag ich mal, Chrissy, du hast mir nie deinen Charakterbogen zurückgeschickt. Den hätte ich gerne mal. Hab ich das nicht? Nein. Entschuldigung. Ein bisschen schlimm. Kriegst du sofort. Das ist sehr lieb. Kann ich schon mal nebenbei erzählen. Genau. Freundlich die Tür aufhalten. Und nebenbei auch fragen. Ich weiß, dass mein Musikgeschmack nicht so angebracht ist bei vielen. Irgendetwas, was du hören willst? Geschicklichkeit hast du gesagt. Ja. Bin jetzt gerade zu dumm. Also Dexterity. Jo. Alles klar. Also ich habe meistens ganz normal Radio nur gehört. Irgendein Lieblingsradiosender? Nee. Okay, dann lassen wir das Schicksal entscheiden. Und ich drücke auf dieses Vorspul-Ding drauf, bis der nächste Kanal kommt. Und dann stopp. Ja, WDR 4. Oh Gott. Oh, schön. Ich wusste es. Oldtimer. Die guten 70er, 80er und 90er. Das ist in Ordnung, ja? Ist okay, ja. Where do you go? Baby, don't hurt me. Where do you go? Nein, nicht don't. No nicht, more. Nein, das ist was anderes. Ich weiß. Aber die Kopfbewegung. Ich hab übrigens 5 Verfolgung. Ah, stimmt, jetzt hab ich's auch, okay. Oh na. Das läuft gerade. Ist ein extrem guter Song. Also, sorry, not sorry. Erfolge übrigens. Ja, 5 Erfolge. Jonas, da läuft. Also, das ist wirklich. Also, im Auto kennst du das schon von Thomas. Aber auf 2 Rädern, das ist nochmal ein ganz anderer Kick dahinter. Mhm. Das macht schon. Weiß gar nicht, gefällt mir das? Lass mich mal würfeln.
Guck halt, ob es dir gefällt. Aber wenn dir, das ist auf jeden Fall, ja, dann gefällt es dir. Dann ist das, also wenn dir sowas gefällt, dann macht das richtig Spaß. Genau. Ja, die anderen. Hinter mir ist so Karl. Halt dich jetzt endlich fest! Und so mitten in. Pass out. Während die beiden den Spaß ihres Lebens haben, würde ich gerne nebenbei noch mit Beatrice reden. Bei der Fahrt. Das, ihr fahrt erstmal. Ihr werdet eh länger fahren. Ja. Also ihr beide. Ja. Beatrice, hab gar nicht gefragt. Ist es überhaupt für dich in Ordnung, wenn wir beim Vornamen sind? Ja, ja. Kein Problem. Okay. Ich weiß, es wird sehr persönlich. Aber ich muss einfach fragen. Wie kommst du mit der Situation klar? Und ich meine nicht, dass du jetzt hier mit uns dich um Neues kümmern musst, sondern mit dem, was du jetzt bist. Es geht langsam. Es geht langsam. Es war doch anfangs, also die ersten. Wie lange bin ich jetzt geturnt? Wie viele Tage? Wochen? Weiß schon gar nicht mehr. Ja, nicht lang. Du warst am 14.05. im Elysium und wurdest uns dort vorgestellt. Ja, siehst du, dann war es jetzt 16 Tage. 17, okay. 18, sowas. Okay. Die ersten 2-3 Tage war es doch sehr, sehr schwer und sehr, sehr seltsam. Aber so langsam, kann man sagen, gewöhnt man sich irgendwie dran? Kann man das so sagen vielleicht? Ja. Ich weiß, man muss es ja, ne? Ja, passt. Ich weiß, ich bin der Letzte, der anderen irgendwie was sagen könnte. Aber wenn ich dir was mitgeben kann, dann pass auf, dass du dich selbst nicht verlierst. Ich habe Dinge in dieser kurzen Zeit getan, bei denen ich in meinem Vorleben gedacht hätte, dass ich sie niemals tun würde. Und das ist ein Scheißgefühl. Aber wenn man weiß, dass man Dinge tun muss, muss man sie tun. Da stecken wir ja Zeit drin. Ja, das denke ich mir. Und dieser Dr. Farek, das dein, derjenige, dein Mörder? Ich weiß es gerade gar nicht. Klar. War es er? Ja, klar. Der Mann mit dem Vollbart. Der da. Ja. War die vorher Arbeitskollegen? Nein. Also nicht direkt. Mhm. So, ja, ich dachte nur, weil er auch irgendwie Doktor ist oder so. Ich glaube, war mein Chef? Ja, ne? Ja. Der hat dich doch angeworben. Ja. Okay. Chef? Darf ich dich fragen? Ich weiß, es ist vielleicht sogar noch persönlicher, die Frage. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Also keine, ich meine kein Liebesverhältnis, sondern... Ja, ich... Hast du ihm verziehen? Gar nicht. Naja, hast du ihm verziehen? Er hat dich schließlich umgebracht. Ach so. Ich bin mit meinem im Zwiespalt. Es gibt Tage, da würde ich gerne hin und den Kopf abreißen. Aber natürlich tun das nur zwei andere Leute hier aus unserer Gruppierung. aber wie stehst du dazu? Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so recht Gedanken darüber gemacht. Wollte so erst mit der Gesamtsituation so ein bisschen klarkommen im Kopf. Darüber habe ich mir noch so gar keine Gedanken gemacht. Dann solltest du dir vielleicht ganz schnell klar werden, er ist derjenige, der dir dein Leben genommen hat. Und je nachdem, wie es dir halt jetzt geht in den nächsten Wochen, ist es seine Verantwortung. No. Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
No more. What is love? Sorry, der Song ist großartig. Alter, er dreht lauter. Meanwhile, auf dem Bike. Ihr kommt am Bahnhof an. Sehr gut. Ich steige vom Hobel. Und gehe mit die ersten zwei Schritte noch ein bisschen schwankend und wackelig, dann aber dann wieder kerzengerade. Richte meinen Anzug, lass den Helm aber auf. Hab auch das Visier geschlossen. Wobei, nee, du fährst bestimmt Chopper oder so, ne? Ein Harley. Hast du bestimmt auch nur offene Helme, oder? Nee, zum Zug. Christi, hatte ich dir eigentlich das Regelwerk geschickt? Was hast du? Hatte ich dir eigentlich mal das Regelwerk geschickt? Ja. Okay, lies dir nochmal durch, was du eigentlich kannst, du generell, damit du eventuell gleich mal agieren kannst. Ja, ja, ja. Also alles, deine Rituale, deine Blood Sorcery, deine Auspacks, dein Dominate und alles, was du hast, solltest du dir nochmal durchlesen, was du dir genommen hast. Okay? Disziplins? Ah, ja, 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 noch absolut. Nochmal durchlesen ja, 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 und unten ja, ja, bei ja. Rituale solltest du auch nochmal durchlesen, was du da genommen hast. Ja, ja, nur mal ja, so. Okay. Und dann lesen, was die können und was du dafür machen musst. Nur mal jo. So. Okay, guck gut, mal. Danke. Gut, also, der Bahnhof ist genau das. Also, es ist ein altes Steingebäude aus Backstein. Ja, es ist noch relativ früh für einen Sonntag. Es ist halt 20:30, 21 Uhr vielleicht. Es ist mäßig viel los. Es ist ja jetzt keine Party-Nacht oder so, aber der Bahnhof ist groß. Ja. Oh, du musst mir jetzt noch erklären, warum wir überhaupt hier sind. Ich lasse das Visier trotzdem noch geschlossen. Greif in meinen Sack, hol das Notizbuch raus und hol die Nummer raus, die mir Joe gegeben hat. Wir suchen nach einem Schließfach. Joe hat dir gar keine Nummer gegeben in dem Sinne. Also direkt. So, sie hat nur gesagt, da dort, es geht um ein Schließfach dort. Okay. Genau. Der Rest, die Restinformation hattet ihr seit langem. Ah, das war's auf. Ah. Ich blättere zurück in meinem Notizbuch und schaue mir die Daten an, die auf dem Grabstein standen. Mhm. Ja, das, was du eingegeben hast, hat dich hier hingeführt. Das Einzige, was gefehlt hatte, war eine 17, die zu viel war. 17. Die kringelt ja nochmal so ein und hält sie dir dann vor. Wir suchen Schließfach Nummer 17. Du hast recht. Okay. Ich hatte recht. Ja. Gut für dich? Es ist. Weiß ich nicht. Okay. Was wir sicherlich schon mitbekommen haben, dass es ist nicht immer einfach, Engsel zu haben. Also ich freue mich natürlich, aber das ist alles noch so, so neu. Das ist so. Sie gehört in einen Club, sag ich mal. Das ist so einfach. Ihr könnt beide mal Wits und Awareness nebenbei würfeln. Erzähl weiter. Wenn das jemand anhängt, wisst ihr? Familie im anderen Lager. Ja, ich verstehe, was du. Als weh. Jetzt mit meinem Vater. Wenn das stimmt, was gesagt wird. Ich kann immer noch nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das stimmt, Mann. Eins. Okay. Zwei. Okay. Naja, nichts Auffälliges. Ja, dann gehen wir aber mal zu dem Schließfach. Und ich laufe rein und suche die 17.
Während Clay reinläuft, lasse ich mich ein bisschen zurückfallen. Weil ein Schließfach ist zwar anonym, aber man kann alles beobachten, sage ich mal, und gucke zumindest mal nach Kameras oder ähnlichem. Also ich mache das nicht auffällig, ich versuche so ein bisschen hinter ihm herzulaufen. Guck mal so ein bisschen einfach, ob ich mich beobachtet fühle. Ja klar, Kameras sind in jedem Bahnhof inzwischen. Okay. Ja, für Karl ist das... ne? Er war schon lange nicht mehr in einem Bahnhof. Gut, dann... hätte sich nochmal so über den Helm. Froh, dass er den auf hat. Ist schon mal ein bisschen um, wenn ihm nichts auffällt, dann hinter Clay herlaufen. Mhm. Und die 17 suchen. Ja, da wir kommen zu den Schließfächern. Das sind große und kleine. Oben sind halt die ganz großen, wo du halt die Riesenkoffer reinschieben kannst und noch vielleicht einen Rucksack oder so dabei. Die sind auch alle unbenutzt. Da sind eigentlich nur 3 benutzt. Und bei der 17 ist die Zahlen, die da eingestellt sind, um zu zeigen, wie lang das noch ist, auf 9999. Hm. Ist eine Weile. Windiges Mädchen. Das ist der Papa. Und, ein Zahlenschloss oder ein Stille? Kann man aufdrehen. Da hat man Geld reingeworfen. Wenn man es aufdreht, ist das Geld futsch. Ja, aber... Brunk. Auf. Na, das kannst du einfach... da ist nichts weiter dran. Da hat keiner ein Schloss vorgemacht oder ähnliches. Kannst du da kann also jeder einfach hin. Wenn es einer versucht, ja. Offensichtlich. Ich werde versuchen, das aufzumachen. Oder etwas anderes blockiert die Tür. Wer weiß das schon? Jo. Wir machen sie auf. Wer macht sie auf? Du oder Jon oder Karl? Also wenn ich da hinkomme, mache ich sie auf. Wenn Clay vorher ja da vor. Ist. Clay geht ja vor. Du hast gesagt, du gehst hinterher. Dann mache ich sie wohl auf. Okay, du drehst an dem Ding und ratterst und da passiert gar nichts. Das Ding ist bombenfest zu. Das ist doof. Ich schaue mich um. So, okay, dann. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Stell dich mal mit dem Rücken zum Schließfach und verdecke die Sicht auf dieses. Okay. Ich lehne mich dann mal so gegen die Schließfächer. Ja. Agent Smooth. Komplett unauffällig. Ja. Versuche dir zumindest zum Hauptbereich des Terminals ein bisschen. Ich versuche mit Gewalt sie aufzubrechen. Okay. Strength und Potence. Wenn du Potence hast. Hab ich Potence. Das ist eine Disziplin. Ich glaube, du hattest welche. Bin mir nicht sicher. Oder hatte Jon. Oder hatte nur Baldi. Nee, hab ich nicht. Dann darfst du Strength würfeln. Du kannst auch einen Rouse-Check machen und deine Strength um einen boosten. Nee, war ich nicht. Nee, war ich nicht. Ah. 4 Erfolge und eine 10. Und die 10 ist egal. Also 4 Erfolge. Okay. Es rattert ziemlich laut. Also wirklich so ein richtiges Poltern geht durch die gesamte Bahnhofshalle, als Clay da anfängt, an diesem Ding zu rütteln und zu reißen und zu... Als ich die ersten Töne höre, fahre ich rum und sage, Clay, lass den Scheiß, was soll das? Ich mach die Tür auf. Das hört doch jeder. Lieber, ob jemand kommt. Nicht innerhalb der ersten 5 Sekunden. Ich hock mich mal dahin, ich versuche einfach mal die Tür aufzumachen.
Also du versuchst an dem Ding zu drehen. Mhm. Du drehst, klick, geht auf. Jetzt fühle ich mich verarscht. Sie tatsächlich mal aufmachen. Guck, ob jemand kommt. Ja. Schau rein. Da liegen handschriftliche, so ein Notizbuch, so ein mit Leder, Einband, weißt du, so ein altes Ding. Du bist dir zu. Du bist dir ziemlich. Das könnte. Sowas hast du früher auch mal benutzt. Da sind ziemlich viele handgeschriebene Zettel drin, reingeworfen, und dann zugemacht und ja. Schnapp ich mir, kommt in die Innentasche des Sackos. Wenn's passt, wenn nicht, dann außen rein. Was? Neben euch taucht jemand auf. Neben euch steht Schabe. Schabe. Was macht ihr denn hier? Schabe? Grüß dich. Ich stehe auf. Dass ausgerechnet ihr kommt. Hab mich schon lange gefragt, wem das gehört. Hast du gesehen, wer das da reingepackt hat? Nö. Aber spannend, dass ausgerechnet ihr es rausholt. Das ist dein Bahnhof hier? Meins. Deins. Mal hier, mal da. Bahnhof. Hey, Clay. Du wolltest mich besuchen kommen. Wollte ich das? Du wolltest antworten. Ja. Also, du wolltest mich wohl besuchen kommen. Das so mag sein. Aber dich zu finden ist auch nicht gerade einfach, oder? Gut. Wann hast du Zeit? Heute Nacht. Okay. Er guckt mal so auf die Bahnhofsuhr. Er guckt auf die Bahnhofsuhr. 1 Uhr. Wir treffen uns am Gulli-Gerber Straße. Siegburger Straße. Alles klar. Von mir aus. Fahren wir weiter, Karl, oder? Fahren weiter. Habe. Es ist immer wieder schön, dich zu treffen. Clay. Ja. Er guckt nochmal so an euch, so versucht zu erhaschen, was das so für Zettel sind oder was du da halt rausgeholt hast aus dem Ding. Na gut. Will euch nicht stören. Geht mich ja wohl nichts an. Und er wird vor euren Augen unsichtbar. Als wäre er nie da gewesen. War er überhaupt da? Ich glaube, der ist gerade gegangen. Ja, ich glaube auch. Was ich aber tun werde, weil es ist ja schon ein ungutes Gefühl. Ich bin mir zwar nicht sicher. Ich glaube, Schabe hat uns irgendwann heute mal getroffen. Ich werde mal ein bisschen Schattenspiele einsetzen. Und dort, wo die Tasche ist, die Schatten ein bisschen verdichten. Damit man, wenn man nebenher läuft oder so, nicht einfach so draufspinksen kann. Mhm. Okay, alles klar. Auch ihr fahrt dann Richtung Elysium. Ja? Ja? Nur um das zu verstehen. Ja. Okay, dann geht's weiter. Bist du sicher, dass du heute Zeit hast, dich mit ihm zu treffen? Weiß ich nicht. Mal gucken. Wenn's klappt, kriege ich noch ein paar Fragen beantwortet.
Jetzt gehen wir erstmal zum Elysium. Und dann schauen wir. Okay. Mach keine Verabredungen, die du nicht einhalten kannst. Das ist unhöflich. Und wenn es so Leute sind wie wir, kann das zu kurzfristigen körperlichen Schäden kommen. Oder auch zu langfristigen körperlichen Schäden, wenn man... Ja. Wie gesagt, ich werde zu suchen. Okay. Ich will dir wie immer nichts vorschreiben. Ich weiß. Fahren wir. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, wir fahren. Lass mich wieder hinten rauf. Und wir fahren los. Okay. Back to the other car with a good music. ja, ich nehme an, ihr parkt wieder... Da-ba-di-da-ba-da. Nein, da läuft was ganz anderes. Thriller Night. So, und mit diesen auditiven Ergüssen parkt der gute Markus sein Fahrzeug in der Rheinuferpromenade, beziehungsweise im Parkhaus der Rheinuferpromenade, und ihr seid auch jetzt wieder in der Altstadt, die wenig belebt ist, weil es ist Sonntag, was soll man da großartig machen? Und kommt in das Schaukelstütchen, das ebenso mäßig besucht ist. Ein paar Stammis hängen da irgendwie rum, die sind aber auch irgendwie gefühlt immer da. Ihr seid nicht sicher, ob es Stammis sind oder einfach nur Kulisse, um vom Elysium abzulenken. Und vielleicht auch zu euch gehören. Ja, oben im Elysium trefft ihr die gute Frau Zusa, die dort sitzt und in einem Buch liest. Und ja, ist da aktuell erstmal alleine. Bis ihr den Raum betretet. Okay. Beatrice, Zusa kennst du dich? Wir haben uns letztes Mal ganz kurz getroffen, wo wir das letzte Mal hier waren. Aber wer, wie, wo, was, wurde nur angerissen vom Herr Fahrig. Wichtige Persönlichkeit, sehr höflich sein. Und ich denke, mit ihr können wir auch reden. Jedenfalls mal nachfragen. Okay. Dann würde ich runtergehen zu Rosa. Und okay. Mich freundlich hinstellen, erstmal nicken und warten, bis sie... Ja, sie nimmt das im ersten Moment gar nicht wahr. Bis dann die Tür geschlossen wird und so, oh! Sie steht auf, streift sich ihr dunkelrot, rubinrotes Kleid, aber straff. Herr Knospe, Herr Martin. Ich begrüße Sie im Elysium. Was kann ich für Sie tun? Suchen Sie jemand Bestimmten? Ja, ich suche tatsächlich Herrn Zarathustra. Der ist nicht hier, offensichtlich. Ja, offensichtlich nicht. Ich habe nichts gegen die neue Regelung, dass wir Telefone nicht benutzen dürfen. Aber so macht es dann doch mit der Kontaktaufnahme ein wenig schwierig. Deswegen dachte ich, dass er vielleicht hier anzutreffen ist. Vielleicht sollten Sie mal die Anschrift austauschen oder einen toten Briefkasten vereinbaren. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, ja. Waren Sie schon bei ihm zu Hause? Kennen Sie seine Adresse? Waren Sie schon mal bei ihm? Ja. Tatsächlich. Dann sollte es vielleicht da probieren. Genau. Mist. Sie guckt dich so an unter dem Motto, darf ich weiterlesen oder? Ach so, ja. Entschuldigung, Frau Zusa. Gehe ich wieder hoch? Wieder runter. Ihr seid im ersten Stock. Ach so, genau. Okay. Nee, ja, dann wieder runter und nebenbei zu Beatrice. Ja gut, das wäre natürlich auch eine Variante gewesen, einfach nach Hause gehen. Weiß nicht, ob das nicht noch unhöflicher ist. Aber gut. Ich weiß, wo wir hin müssen. Nochmal kurz out of context. Die anderen beiden sind jetzt schon da oder noch nicht? Okay.
Okay. Sollten wir auf die anderen zwei warten? Ja, sonst muss Frau Zusa sich den anderen beiden erklären und das wäre dann wieder äußerst unhöflich, weil, tja, ich mich nicht darum gekümmert habe. Und ich möchte ungern Frau Zusa verärgern. Verständlich, ja. Gut, dann warten wir wohl noch. Wo bleiben die eigentlich? Ich meine, ich bin derjenige, der... Ja, gerade Clayton ist doch eigentlich mit dem Motorrad relativ schnell hier. Die hatten jetzt keinen Unfall. Oh Gott, hoffentlich. Oh. Ach. Guck mich nochmal so um. Alles okay. Ich zücke ein Tastentelefon. Schreibe eine Nachricht an Clay. Wo bleibt ihr? Alle Köpfe noch dran? Ja, während der Fahrt vibriert es in deiner Kutte. Während der Fahrt wirst du sicher kein Mobiltelefon rausholen, weil dann entweder der Gashahn einfach absäuft oder du einfach nicht mal mehr kuppeln kannst. Gut. Justin, das geht nicht. Man kann nur mit Fahren 4. In GTA-RP funktioniert das. Ist das vibriert? Also, ich hätte das übrigens draußen vorm Elysium gemacht, ja, ne, da wo das normal ist. Habe ich mir schon gedacht. Das ich fahre kurz an die Seite. Hol mein Handy raus. Sind gleich da, sind unterwegs. Die sollen nicht wissen, dass wir das gemacht haben, oder? Was glaubst du? Gut. Hatten einen Platten. Haben noch geheime Unterlagen abgeholt. Okay. Für Karl. Most suspicious. Sie hatten wohl anscheinend einen Platten. Okay. Ich hätte gedacht, dass Clayton sich mehr um sein Motorrad kümmert. Ja, aber das gut. Ich eigentlich auch. Ja, naja. Kann passieren. Beatrice, jetzt haben wir schon vorhin so drüber geredet. Elysium! Das ist schön. Sei du froh, dass das Clayton nicht gehört hat. Beatrice, welchen Doktortitel haben Sie eigentlich? In welchem Bereich waren Sie tätig? Wie eine typische Zahnärztin sehen Sie mir nicht aus. Moment. Habe ich es aufgeschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß es. Ja. Warum kenne ich deinen Charakter besser? Forschung. Ich war in der Forschung in der Kardiologie. Also bist du Professor Dr. Med. Ja. Okay. Wow. Das ist... Muss man viel für lernen, richtig? Ja. Lange und viel lernen, ja. Dem Herzen also. Mit Büchern. Ich weiß nicht, wie man das so in der Kirche macht. Wenn man weiß, dass es nur die eine Wahrheit gibt, warum sich irgendwelchen anderen Quatsch durchlesen? Ich meine, Beatrice, tatsächlich mag man es nicht mir ansehen, aber ich blätter tatsächlich auch mal durch die eine oder andere Wissenschaftszeit rum. Naja, manchmal muss man ein bisschen lachen. Oder man braucht halt was zum Lachen. Aber, Aber denk gerade an jeden Tag an jeden, ey. Ich hab das Gefühl, ich freue mich mit dir an. Also, vielleicht. Okay. Immerhin, schlägt sie dich nicht sofort. Das ist auch eine Form richtig. Von Freundschaft. Ja, das ist auch schon mal was, ne? Beatrice, bist du durstig? Durstig? Ah. Ich weiß nicht, wie das anders. Hier sind nicht viele Leute unterwegs, aber du weißt, was ich meine. Also, hast du Hunger? Ach so, nein. Psst, hey, willst du was kaufen?
Dann brauchst du es. Wenn doch. Wie so ein schlechter Drogendealer einfach. Macht er gerade? Mach doch meinen Magus nicht kaputt. Nein, das ist super. Das hat alles, die Magie flirrt. Ja, ich spüre das. Nein, wenn, super. Mach weiter. Wenn es mal. And I died in your arms tonight. Wenn es mal soweit sein sollte, dann sag mir Bescheid. Okay. Also ich werde dich nicht von mir nähern lassen, falls du jetzt auch den Gedanken kommst. Nein, sowieso gut. Nicht. Okay. Nein. Naja, die meisten haben ja auch irgendwelche Vorlieben. Hast du irgendwelche Vorlieben? Ich stehe auf Raucher. Was ist denn da so schlimm? Ich versuche halt Smalltalk zu fühlen, während wir warten halt, weil die anderen beiden da gescheit. Klingt für mich wie ein typisches Gespräch vor dem Schaukelspielchen. Du fällst zumindest nicht auf in der Düsseldorfer Altstadt. Also das ist schon mal. Ja, ich stehe halt auf Raucher. Es gibt halt so ein TikTok davon, weißt du? Sorry, Daddy, I've been a naughty girl. Und also, for the last time, it's forgive me, Father, for I have sinned. So ist diese Unterhaltung hier gerade einfach. Worauf stehst du so? Leute! Also ich stehe auf Raucher. Das ist so gut einfach. Sag mal, was ist denn dein Safe Word? Das ist Oklahoma. Duftbäumchen. Oh, schön. Und wir dachten, Clayton hätte ein Rad ab. Sag mal. Nee, ist ja sehr richtig. Mach weiter mit deinem Smalltalk. Ihr hört ein Motorrad laut anfahren. Das kommt zwar nicht in die Fußgängerzone, aber ihr hört da eine große Maschine anrollen. Es ist nicht Clayton. Das habe ich nie gesagt. Ach. Das werden sie hoffentlich sein. Es ist der Gärtner. Das ist der Raucher. Tut mir leid, dass ich so viele direkte Fragen gestellt habe. Ach, alles gut, alles gut. Du kannst auch zurückfragen, das ist mindestens genauso höflich. Ja. Mir fällt nur nichts ein. Was gefällt dir denn an den Rauchern? Ist es der kalte Atem? Ist es die aschfahle Haut? Are you fucking kidding me? Du bist gar nicht anwesend! Guys, you're all asleep. Wir können das auch so machen, warte mal. Ja, gut, nee. Ach. Shitty. So, wir können es auch so machen. So. Ja, also, da kommt, das Motorrad hält und zwar eine halbe Straße weiter und um die Ecke kommen Clayton und Karl dazu. Die beiden sehen gestresst aus. Hast ihr schon mal einen Motorradreifen improvisieren bzw. besorgen. Immer ein Ersatzrad da. Bei einem Motorrad. Soll man denn ein Ersatzrad? Ich habe doch nur gesagt, dass ich immer ein Rad dabei habe. Dass du eins abhast. Das wissen wir. Oh ne, der war ganz schön. Der war gemeiner, als er eigentlich wäre. Wahrscheinlich bin ich gerade nur selber triggert. So. Sorry. Markus rantet einfach los. Es tut mir leid. Das war. Und hier, der Mikrofon-Drop. Ja. Es tut mir leid. Ich bin frustriert, okay? Ich hab. Warum denn? Schlecht geschlafen und er ist nicht hier. Wir müssen zu ihm nach Hause.
wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wie das wirkt. Karl, kannst du da vielleicht helfen? Ich meine, ich weiß, wo er sich zu Hause aufhalten könnte, aber man... Ja, okay, das weißt du schon mal, das ist ja schon mal sinnvoll. Aber man fährt doch nicht einfach so zu einem Mitglied unangekündigt oder was? Macht man das eigentlich doch nicht, oder was? Eigentlich nicht, aber wir sind ja die ungehobelten Kinder aus der Vorstadt. Ganz abgesehen davon haben wir doch relativ wichtige Informationen. Ich glaube, es wird uns nachgesehen werden. Gut, dann folgt mir. Und ich, also, ja, gehe dann zum Auto und dann warten wir einfach hinterher. Okay. Okay. Gut. Gibst du den anderen die Adresse oder die fahren einfach hinterher dann? Fahren einfach hinterher. Oh nein. Okay. Wird lange dauern. Clay schaltet ständig schon immer aggressiv runter und drauf. Nur um Clay so ein bisschen so. Ich fahre immer um sein Auto herum. Um Clay so zwischendurch zu ärgern, wenn er hinter mir ist und ich in der 50er-Zone bin, fahre ich so 45 oder. Und dann wieder 50 gefahren. Ich fasse ein Stoppschild. Richtig. Also, ich muss nicht mal was einwerfen. Die bringen sich auch so um. Ich muss nichts machen. Wir brauchen ja keine Feinde. Wofür Leute? Das machen die selber. Ich muss nichts machen. Ich stell die einfach zusammen vor die Kneipe. Die machen das schon alleine. Das ist super. Und daneben steht einfach Beatrice und denkt sich so, okay. Macht, okay, was ihr wollt. Ja. Was ist uns aber auch schwer. Du hast uns aber auch den Malkauf dazu getan. Du weißt genau, was dann passiert. Den habe ich verdient. Okay. Den habe ich verdient. Also ich sehe das eher wie der Malkavianer. Alle anderen sind verrückt. Ja, so ist es richtig. So ist das richtig. Okay. Du wirst ihn nicht umbringen. Du wirst... Er macht mich fertig, Karl! Er macht mich fertig! Muss da drüber stehen. Muss da drüber, er kann da nichts für. Habt ihr das schon mal erklärt? Achso, du meinst das Gespräch von, wie man mit Behinderten umgeht, oder? Das Gespräch meinst du? Du weißt ganz, das sind deine Worte und nicht meine, und wenn das jetzt jemand gehört hat, möchte ich mich öffentlich entschuldigen. Wir haben. Clay, würfel mal bitte Dex und Drive. Ich will mal gucken, ob du das Gleichgewicht halten kannst vor Lachen. Während ihr fahrt, ihr kommt in ein gut situiertes Wohngebiet. Da warst du schon mal. Das ist sind alles Reihenhäuser. Ähnlich wie die in Oberkassel. Aber es ist nicht Oberkassel, es ist ein bisschen weiter außerhalb. Richtung Graffenberger Wald. Ja, hält's locker. Aber ist schon lustig. Es ist ein Reihenhaus, 0815. Sieht so ein bisschen aus die Straße wie, wie heißt die Straße, wo der Premierminister in London wohnt hier? Haus Nummer 10. Downing Street. Sieht so ein bisschen aus wie die Downing Street, so mit diesen einzelnen Häuschen. Und zu einem geht... Markus relativ straight drauf zu und er benutzt den Türklopfer entgegen der Klingel. Wir halten etwas Abstand, nehme ich an. Warum? Ja gut, haltet Abstand. Also ich werde so einen halben Schritt hinter ihm stehen und... Beatrice, gehst du mit ihm mit? Ja, aber stehe so ein bisschen... Auch. Seitlich versenkt. Hinter ihm so. Okay. Also ihr seid beide vorne und dann kommen die anderen beiden. Okay. Ja. Euch macht ein junger Herr auf, der ist um die... Der ist schon groß. Ihr würdet sagen, der ist so um die 1,95, 2 Meter. Kräftig gebaut. Schwarzes Hemd. Die Muskeln gucken definitiv unter dem Hemd raus. Der Mann ist, ja, südländischer Herkunft, hat einen Vollbart, so einen kleinen Zopf nach hinten, die Seiten sind
abrasiert und trägt einen schwarzen Anzug, also sonst noch einen Anzug. Sie wünschen. Knospe, mein Name. Sie werden erwartet, Herr Knospe. Und die anderen auch? Wer sind die anderen? Dann kommt man rein. Der Mann, gibt den Weg frei. Ihr geht durch ein sehr stilvoll, aber altbacken eingerichtetes Gebäude. Die Einrichtung stammt aus der Mitte oder des frühen 19. Jahrhunderts. Alles in sehr geschmackvollen dunklen Holz eingerichtet. Und ihr folgt dem Weg in eine Bibliothek. Das sind mehrere Etagen mit Büchern. Ein Feuer brennt im Kamin. Ihr seht Zarathustra in einem alten Sessel sitzen, ein Buch lesen. Und als ihr eintretet, guckt er hoch, schnappt es einmal geräuschvoll zu. Treten Sie doch ein. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Tritt ein. Vielen Dank für die Einladung, Ihren Helfen. Nehme dankend an. Herr Knospe, Herr Arnold, Herr Clayton. Oh, ein neues Mitglied in Ihrer kleinen Runde. Ach! Sie sind Frau Adler. Genau, richtig. Herr Farig erzählte mir von Ihnen. Herzlich willkommen in der Nacht. So, Dankeschön. Was haben Sie? Nun gut, wir hatten eine Aufgabe. Und kann auch nicht sagen, ob sie wirklich abgeschlossen ist, aber wir haben auf jeden Fall einiges rausgefunden. Wir haben den Brief übermittelt. Setzen Sie sich. Ja, Entschuldigung, ja. Er schnippt zweimal. Zwei junge Damen treten herein. Die tragen ebenfalls einen Hosenanzug und eine weiße Bluse und würden Stühle für euch hereinbringen, die definitiv auch dem Biedermeier zuzuordnen sind. Ja, für jeden einen Stuhl. Albert. Er selber setzt sich in den Sessel. Erkennen. Ja. Stuhl nicken und dankend. So. Ja, die Damen treten dann auch sofort wieder weg. So, was haben Sie? Was konnten Sie in Erfahrung bringen? Was sagen die Anarchen? Die Anarchen, naja, wir haben den Brief übermittelt an den Stellvertreter. Und dieser hat uns dann eine Adresse gegeben zu jemandem, der Informationen beschaffen kann. Diese dann wieder zu jemand anderen, der ein paar Spielchen mit uns gespielt hat und weitere Informationen beschaffen konnte. Und da sind wir jetzt an dem wichtigen Knackpunkt. Wir haben eine Tarnfirma der Inquisition ausfindig machen können. Leroy Investments, falls Ihnen das etwas sagt. Und wir waren... Auf. Also während du redest, steht er auf und geht mal an seinen Schreibtisch. Ja? Sprechen Sie weiter. Er geht dabei so weit. Ja. Sprechen Sie weiter. Ich höre Ihnen trotzdem und zu. Wir haben beschlossen, diesen Ort eigenständig zu untersuchen, weil wir es als unsere Aufgabe und Verpflichtung gesehen haben, noch mehr herauszufinden. Dieser Ort bringt ziemlich viel Unwohlsein und andere schreckliche Sachen. Sie kennen Frau Stein, Alicia Stein. Natürlich.
Ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat, aber von jetzt auf gleich waren ihre Augen komplett verbrannt und Blut lief bloß noch aus den Höhlen. Und ich... Er bleibt es nicht. Er hält in seiner Bewegung inne, als du das erzählst. Dann dreht er sich um. Es ist noch eine weitere Sache. Und ich hoffe, ihr drei verzeiht mir, dass ich das sage, aber ich denke, es muss gesagt werden. Ich glaube, die Inquisition ist uns auf der Spur. Ich habe Akten und Ordner gesehen, zusammen mit einer der Anarchen, den wir leider mitnehmen mussten. Und dort gab es... Während du das sagst, er kramt ja an diesem Massivholz-Eichentisch, Massiv-Eichenholz-Tisch, Schreibtisch, der bestimmt 2,5 Tonnen wiegt. Und als du das sagst, mit dem, sie sind uns auf der Spur, schlägt er mit einer so einmal so richtig wütend beleidigt, also so einen richtigen Aufschlag. Weißt du, was ich meine? So ein Mist. Und der Tisch bricht genau an der Kante, wo er aufschlägt. Es gab verschiedene Ortcodes für Google Maps und mehrere davon schließen auf unseren Klüngel. Was ist mit der Anarchin? Zurück im Anarchengebiet. Haben Sie ihr gedankt für die Information? Wir wollen auf Kuschelkurs gehen. Aussage des Prinzen. Wir brauchen mehr Verbündete im Kampf gegen den alten Feind. Das ist sehr vernünftig. Ich glaube, wir haben mit dieser Person einen guten ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Gut. Sind Sie sonst noch mit Anarchen in Kontakt gekommen? Haben Sie jemanden getroffen? Ja, einen weiteren Informationsgeber, den diese kannte. Diese eine heißt übrigens Joe. Ich nenne einfach den Namen, weil ich halt nicht weiß, ob es Ihnen vielleicht etwas sagt oder nicht. Ich kenne keine großen Anarchen. Joe ist Ihre Informantin. Richtig. Sie hat sich aber die Information auch noch von jemandem geholt, namens... Leo. Leo. Ich weiß, kein Vor-, kein Nachname, das ist wenig, also kein komplett zusammenhängender, aber... Nicht unüblich unter Anarchen. Ja. Gut. Dieser, das, was mit Frau Stein passiert ist. Ich habe den Eindruck, als als niemand anderem von uns passiert ist und sie in ihrer Vergangenheit gerne die Kräfte ihres Blutes eingesetzt hat, um ihre Sinne zu schärfen, mute ich, dass es damit zusammenhängt. Das ist eine reine Vermutung. Aber es wirkte auf mich wie eine Art Schutzzauber, ein Bannmal oder so etwas. Wann war das? Gestern. Letzte Nacht. Und Sie waren die ganze Zeit in diesem Gebäude. Brauchen Sie noch mehr Informationen über die Stockwerke und das, was wir dort gesehen haben? Alles, was sie haben, was sie die ganze Nacht, was sie gemacht haben. Okay. Möchten Sie das schriftlich haben, dann fange ich gleich an, nebenbei das aufzuschreiben. Das ist sehr freundlich. Erzählen Sie aber dennoch dabei. Gut. Es ist so, dass nicht alle Stockwerke dort nummeriert sind und oben im... Ich will nichts Falsches sagen. Wir sind vielleicht übers Dach auf jeden Fall reingekommen. Vielleicht mag der Rest das ja ergänzen. Auf jeden Fall wird sich Zarathustra mit einem
mit einem Notizbuch, das ebenfalls in Leder eingehüllt ist, sehr dekorativ verziert mit arabischen Schriftzeichen und einem Stil und einer Feder bewappnet, anfangen etwas aufzuschreiben. Generell über die Firma erstmal, wie gesagt, eine Tarnfirma. Gibt keine Baupläne über sie. Gegend ist da Dredd, die Straße ist. Firma für High-End-Premium. Klienten der obersten 500. Alt gegründet, aber es gibt keinen Namen. Dann das Gebäude an sich hat einen Seiteneingang mit mehreren Klingeln auf jeden Fall zu verschiedensten Stockwerken. Da sind aber die obersten beiden Stockwerke nicht, die fehlen einfach. Wir sind übers Dach hineingekommen mit Hilfe von Clays Fähigkeiten, sich Schlössern zu entledigen. Und haben dann noch, tja, das ist halt, und jetzt wird es sehr seltsam. Den obersten Stockwerk, als wir runtergegangen sind, haben wir nichts wirklich entdecken können. Als ich dann noch ein weiteres Stockwerk runtergegangen bin und dann wieder hoch war, war eine Tür offen. Und durch diese Tür sind ich und Joe reingegangen und haben halt Büroräume entdeckt und Akten entdeckt, die auf dem Tisch lagen. Aber ich muss gestehen, wir mussten dort schnell wieder raus. Mehrere Schritte waren dort halt unterwegs, denn diesen Schmerz, den Alicia hatte, führte zu einem großen Schrei. Deswegen, also wenn etwas ist, dann in diesen beiden obersten Stockwerken. Und was auch immer dort ist. Was der? Gut. In den unteren Geschossen sind außerdem noch bewaffnete Wachen. Und was haben sie? Viele. Und sie sagten, sie haben Codes mitgebracht? Ja. Koordinaten. Koordinaten zu gewissen Orten. Welche? Möchten Sie die alle haben? Sagen Sie mir die Orte. Okay. Gibst du ihm alle Orte? Gut, kann ich auch einfach so sagen, ja? Okay. Ja, du gibst ihm alle Orte. Unkommentiert. Gibst ihm alle Orte? Ja, nee, weiß ich halt eben nicht. Es hält mich ja keiner auf. Und du würdest... Okay, während du anfängst, das aufzuschreiben, ich dir mal die Hand auf den Schoß oder auf das Notizbuch legen, ja, was du ich da gerade rausholst. Währenddessen guck ich mal auf die Uhr. Ja, 22:30. Ich guck Karl an und sag, ich... Es tut mir leid, ich kann mich gerade nicht genau erinnern. Herr Zarathustra, Meister Zarathustra, ich möchte wirklich nicht unhöflich sein, aber in welcher Kapazität wünschen Sie diese Informationen zu erfahren? Und wird Frau Gerster auch für ein solches Gespräch nötig sein? Ich erhalte meine Befehle von Seneschall und Prinz persönlich. Uns ist eine Ressource abhanden gekommen, die für genau diese Form von Informationsbeschaffung eingesetzt war. Sie wurde temporär ausgeschaltet. Temporär. Sie ist nicht tot. Damit ist es temporär. Verstehe. Wir arbeiten daran. Ich denke, das könnten Sie vielleicht übernehmen. Sie haben, Herr Knospe. Es ist jemand. Sie könnten sich mit Herrn Latzen zusammentun. Sie haben doch auch Kontakte, wie mit Uhren kam zur Polizei. Ich möchte nicht unhöflich scheinen. Es ist nur für mich
kostet Überwindung, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber was wäre denn jetzt weiter? Nun, um diese Ressource freizuschalten, müssten Sie jemanden aus der U-Haft holen. Ah. Ob auf rechtlichem Wege oder auf gewaltsamen Wege, bleibt Ihnen überlassen. Aber das ist kein Ding für heute Nacht. Ich möchte gerne mehr wissen. Sie haben von Orten gesprochen. Was haben Sie für Orte gefunden? Sind Sie in Düsseldorf? Was ist es? Ist es eine unmittelbare Gefahr? Ich nehme die Hand wieder weg. Ich kann Ihnen versichern, dass es sich um keine unmittelbare Gefahr handelt. Einer der Orte befindet sich in Köln. Wir vermuten, dass daher vielleicht auch der Ursprung des Überschwappen des alten Feindes in unsere Gebiete herrühren. Einige dieser Koordinaten zeigen auf Lokalitäten, in denen sich vorher Dünnblütige befanden. Unsere Vermutung ist es, dass die Dünnblütigen, und das ist wirklich nur eine Vermutung, hier platziert wurden, um die Aufmerksamkeit des alten Feindes auf die Stadt zu lenken. Mir zumindest fällt kein anderer Sinn ein. Er knurrt dich an. Er knurrt verstreuen sollte. Dich an. Er hat dich angeknurrt. Also ein richtiges. Ich werde mein Möglichstes tun, mich davon nicht beeindrucken zu lassen. Ich bin eingeschüchtert. Speziell, weil ich den Tisch ja gesehen habe. Aber ich hebe eine Augenbraue. Herr Arnold, weichen Sie nicht meiner Frage aus. Geben Sie mir die Orte in Düsseldorf. Aber gern, Knospe. Wenn Sie eine Theorie haben, dass Dünnblütige damit zu tun haben, ist das der nächste Schritt. Jetzt müssen wir erstmal wissen, wo. Aber wenn Sie von Dünnblütigen sprechen, spielen Sie wahrscheinlich auf das Pfandleihhaus an. Oder auf diese Firma. In Neuss, doch einmal hineingucken sollten für die Drogenproblematik. Und sie sprechen wahrscheinlich richtig von eben diesen Leuten. Ist es. Aber was ist es noch? Ist da noch mehr? Die Orte in Düsseldorf, richtig? Alles, was mit unserer unmittelbaren Umgebung zu tun hat. Köln ist gefallen. Es ist gut zu wissen, dass sie scheinbar wussten, wo die Vampire in Köln gelebt haben. Aber das ist zu spät. So leid es um unsere Brüder und Schwestern ist. Wir müssen unsere Domäne jetzt verteidigen. Und daran sollte jeder hier interessiert sein. Der eine Ort in Düsseldorf ist die katholische Kirche Dionysos. Die Kirche. Liegt nahe bei der Inquisition. Der andere Ort ist ein. Dort gibt es mehrere Betriebe: Kfz-Meisterbetrieb, Motorentechnik, solche Geschichten. Vielleicht ein Haven. Nicht, dass ich es wüsste. Aber. In Neuss ist es eine Gartenanlage. Ich schreibe übrigens die Codes dazu auf. Okay. Gartenanlage.
hatte definitiv etwas mit den Nötigen zu tun. Sie war Teil unserer Ermittlungen zur Drogenproblematik, welche wir die Dünnblütigen erst entdeckt haben. Hm. Und dieses Klärwerk hier in Meerbusch. Hm. Da waren sie auch? Ja. Moment, ist ja nicht das, wo sie, wo wir für sie einmal aufräumen mussten? Ja. Dann gebe ich ihm Lodelik. Nee, ich kann es ihm nicht auf den Kaputtisch geben. Ich würde es ihm in die Hand reichen. Ja, okay. So, er nimmt es entgegen. Nicht. Gut, Sie haben also diese Informationen gefunden. Sonst noch etwas? Nein. Bis auf dieses drückende Gefühl, was einen nicht verlässt. Also irgendwie in einem schwebt. In diesem Ort. Gut. Nehmen Sie Kontakt zu dieser Joe auf. Wir brauchen mehr Kontakte zu den Anarchen. Wenn Sie noch andere Kontakte haben, aktivieren Sie diese. Ich meine, wir haben sie ja nicht umsonst geschickt, weil sie Kontakt mit einem Individuum hatten. Ilian. Es könnte sein, dass die Inquisition nach ihm sucht. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob wir diese Möglichkeit eher als verbrannt ansehen sollten. Was ist mit ihm passiert? Zumindest nicht. Offensichtlich hat die... Also so wie es Clay erzählt hat, gab es einen Kampf in der Vergangenheit. Er war verwundet und nun hat die Inquisition versucht, ihn endgültig ausfindig zu machen und ihm den Garaus zu machen. Und da sitzen Sie hier? Wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie letzte Woche noch Kontakt mit ihm. Und jetzt ist er verschwunden. Wenn Sie Informationen über sie herauskriegen, er hat sie frisch von Ihnen. Holen Sie ihn da raus oder vernichten Sie ihn endgültig. Unser Kontakt Joe ist bereits dabei, Erkundigungen einzuholen. Es ist ein loses Ende, um das wir uns auf die eine oder andere Art kümmern werden. Gut. Gut. Ich habe noch eine Bitte. Oder vielmehr eine Frage. Ja. Das Pfandleihhaus, was Sie angesprochen haben. Ja. Dort befand sich eine versiegelte Kammer. Haben Sie Informationen darüber, dort eingedrungen wurde oder was damit geschehen ist? Nein. Ich weiß, dass im Rat kurz darüber diskutiert wurde, ob es sich um einen Chemis gehandeln würde. Aber mein letzter Stand ist, dass dieser Behauptung nicht nachgegangen wird, ohne weitere Beweise. Und als geringe Priorität eingestuft wurde. Ist das Pfandhaus zugänglich? Ich war da nicht seit langem, aber Sie können es sich gerne anschauen. Wollen Sie da rein? Gern. Meine Erlaubnis brauchen Sie dafür nicht. Es ist nicht mehr im Besitz irgendeines uns bekannten Kaniten. Sehr gut. Vielen Dank. Kümmern uns um Kilian und Kontakt zu den Anarchen auf. Und was ist Ihre Empfehlung
wir damit umgehen, dass Inquisition unsere Bewegungen offensichtlich auf die eine oder andere Art und Weise nachvollzogen hat, sei es gezielt oder per Zufall? Nochmal, was? Wie würden Sie empfehlen, dass wir uns verhalten? Und dass wir wissen, dass die Inquisition uns offensichtlich entweder gezielt oder per Zufall auf die Schliche gekommen ist. Ist gefährlich. Schwer einzuschätzen, ohne weitere Informationen. Aber wir sind auch oft näher gekommen. Der Punkt, dass unsere Informationsquelle gezielt ausgeschaltet wurde vor einigen Wochen, ist besorgniserregend. Es könnte sich dabei ein gezielter Schachzug der Inquisition handeln, um uns blind zu machen. Vielleicht ist er aufgeflogen. Wir können es nicht sagen. Wir kommen nicht an ihn heran. Wo sitzt er denn? Ich gucke einmal nach. Es ist in Süden Düsseldorfes, wenn ich nicht recht erinnere. Oder? Nein, es war der Norden. Ach, geben Sie mir einen Moment. Und er geht an ein Bücherregal, geht daran vorbei, sucht da an den Aktenordnern am Fußbereich und zieht einen Aktenordner heraus. Nein, er sitzt in Benrath derzeit fest. Benrath. In einer ganz normalen Wache? Ja, das ist unser Informationsstand. Es ist... Handelt es sich um einen Sterblichen? Nein, es ist ein Mitarbeiter von Herrn von Stolz, dem Erstgeborenen vom Clan der Könige. Deswegen trifft der Schlag dieses Ausschaltens uns so hart. Wissen Sie, ob wissen Sie, ob er in absehbarer Zeit, ob Herr von Stolz, ich sage es mal ganz platt, vor kurzem erst gefüttert hat? Oder wird unser Wissensstand Entzugserscheinungen bekommen? Unser Wissensstand ist, dass er noch etwas aushalten könnte. Aber die Medien könnten diesen Fall weiter aufbauschen. Er ist quasi, unsere Quelle ist quasi zum Zentrum der Berichterstattung geworden. Es könnte gefährlich werden, wenn er in einer Zelle verschwindet. Es sei denn, man schafft es, die Medien zu manipulieren. Es ist ein schweres Unterfangen. Es muss hier abgelenkt werden, während hier gehandelt wird. Gesundheit. Danke. Sollten wir schaffen. Wollen Sie ihn heute Nacht noch herausholen, Herr Arnold? Mit einem Mobiltelefon wird es mir schwerfallen, die nötigen Anrufe zu tätigen. Oh, bedienen Sie sich. Wir werden uns darüber noch unterhalten. Er zeigt auf ein Telefon. Das ist so ein altes Wählscheibending. Zum definitiv ohne Nummernspeicher. Also, Sie wollen heute Abend noch ihn rausholen. Es kommt darauf an, um wen es sich handelt. Zum Personenschutz werde ich keinen Namen nennen. Sie werden es... Es ist unwichtig, wer die Person ist. Namen sind nur Schall und Rauch. Es geht um die Funktion dieses Mitarbeiters von Herrn von Stolz. Und dies ist die Wichtigkeit dieser Person.
Das verstehe ich. Aber wenn die Medien an ihm dran sind... Deswegen haben wir den auch nicht sofort herausgeholt. Wir lassen es abkühlen. Aber sie werden doch den Namen wissen. Die Medien. Aber sicher kenne ich den Namen. Ich werde ihn nicht preisgeben. Es ist nicht mein Mitarbeiter. Es geht mir darum, dass die Medien den Namen doch kennen werden. Natürlich. Welchen großen... Och, es waren in den letzten Wochen einige Skandale. So ist das nicht. Da war einiges in den Medien. Müsstet ihr mal die Zeitung durchblättern. Gerade du. Du warst eh abgelenkt. Richtig. Ich glaube, heute Abend ist dafür zu kurzfristig. Wir hatten dem alten Feind genug zu tun. Wir sollten das vorbereiten. Wissen nicht genug. Das ist wenn andere ein Auge darauf haben, um mich nicht zu überstürzen. Wir müssen vorsichtig sein. Normalerweise wäre eine solche Rettungsaktion kein Problem. Aber wenn die Inquisition die Augen auf uns wirft, können wir nicht so agieren, wie wir wollen. In welchem Polizei... Warungsstelle sitzt er denn? Er, in sie. Benrath. Für welches Delikt? Viele. Steuerhinterziehung. Veruntreuung. Haben wir noch? Ich glaube, es geht sogar um Mord. Haltlose Behauptungen. Aber es hat ausgereicht, um ihn auszuschalten. Ja. Deswegen gehen wir auch von einer Hauruck-Aktion der Inquisition aus. Und diese Person hatte... Kontakt zur Inquisition. Sie ist eine Informationsquelle. Das ist korrekt. Interessant. Nun, wir werden uns darum kümmern. Aber heute Nacht. Lassen Sie sich Zeit, Herr Arnold. Würde auch gerne, so wie Herrn Zartrosser gesagt hat, ich habe Kontakte. Aber Möglichkeiten, aber trotzdem... Und du auch, Karl, aber sie brauchen auch diese Zeit. Ein, zwei Tage mehr oder weniger für eine sichere Aktion. Dann kümmern sie sich am besten darum. Und sobald sie Neuigkeiten haben, können sie an mich berichten und ich gebe es genauso an Herrn Seneschal Nero und an Herrn Van Dalen weiter. Unseren ehrenwerten Prinzen. Gibt es eine Möglichkeit, mit der wir uns schneller kontaktieren können? Aber sicher. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit eines toten Briefkastens, den ich zweimal am Abend überprüfen lasse. Legen Sie dort einen weißen Zettel herein, weiß ich, dass es dringend ist. Legen Sie einen farbigen Zettel herein, weiß ich, dass es für den nächsten Abend bestimmt ist. Ich kontaktiere Sie. Vielen Dank. Und er würde dir die Hand geben. Also er streckt sie dir aus. Okay. Markus. Würde ihm auch die Hand geben. Ist irgendwie feucht. Ist er sonst irgendwo schwitzig am Körper oder so? Ist auch kein Blut sichtbar. Ist es irgendwie okay? Also auch seine Hand, da ist nichts irgendwie so rot oder ist da rot verschmiert? Nein, du siehst auch nichts. Das ist nicht mal nass. Nur dieser, weißt du, das fühlst man ja, wenn du irgendwas Feuchtes angreifst. Aber du merkst, deine Hand ist vollkommen staubtrocken wie vorher. Und seine war auch nicht nass.
der Hände. Okay. Ja, reagiere ich nicht drauf. Also. Okay. Ich frage. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Vielen Dank. Richtig, das wollte ich auch nochmal sagen. Vielen Dank, dass es so möglich war, einfach hier zu erscheinen. Halten wir fest, Sie haben 3 Baustellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Diesen Anarchen Kilian, diesen Keller und, wenn Sie sich um unsere Kontaktperson kümmern wollen, auch noch diese. Sehe ich das richtig? Überanstrengen Sie sich nicht. Nehmen Sie kleine Bissen von dem Kuchen, sonst verschlucken Sie sich. 1 nach dem anderen. Wir sind auch bereits an unserem Kontakt dran. Sie können sich gerne mit darum kümmern. Niemand wird ablehnen, Ihre Hilfe. Jede Hilfe ist kostbar. Alles klar, vielen, vielen Dank. Und glauben Sie, Hilfe wird nie unvergessen sein im Elfenbeinturm. Und auch bei den Anachen. Ich glaube, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch vor kurzem mit Kilian gesprochen haben, wäre es von großem Interesse, wenn wir ihn kümmern. Wir werden selbstverständlich versuchen, unsere direkten Mittel einzusetzen, um sie bei der Aktion Informanten zu unterstützen. Sollten wir die Zeit haben, auch gerne direkter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das alles über einen Hut kriegen. Gut. Sie entscheiden selber, welche Ressourcen und Kräfte Sie für was, welches Ziel Sie einsetzen möchten. Halten Sie mich auf den Laufenden, so wie Sie neue Informationen allerlei bezüglich der der Inquisition haben. Und was dieses Kellerloch angeht, ich bin der festen Überzeugung, dass wir keinen Chimiski hier heimlich beherbergen. Aber gut. Ich halte dieses Kellerloch für eine Niete und Zeitverschwendung. Ich bin ganz offen. Ich habe dort gegen gestimmt, eine Untersuchung einzuleiten. Man kann es im Auge behalten, aber ich glaube nicht, dass es gerade sehr dringlich ist, dort einzudringen. Wir haben andere Situationen. Und wenn Sie sagen, dass die Inquisition bereits ein Auge auf dieses Haus geworfen hat, ist es vielleicht gerade sehr unklug, dort aufzutauchen. Ich würde generell jeden dieser Orte meiden, die dort aufgetaucht sind. Sei es die Kleingartenanlage, das Klärwerk oder dieses Pfandleihhaus. Ich würde keine dieser Orte aufsuchen. Möglicherweise sitzen dort Agenten und beobachten diese Orte in der Hoffnung, dass sie dort erneut auftauchen. Das wäre eine Katastrophe. Damit haben wir auch bereits gerechnet. Nur wenn wir der Idee, dass es mit den Dünnblütigen zusammenhängt, nachgehen wollen, werden wir die Orte betrachten müssen, an denen sie aufgetreten sind. Wenn wir etwas in diese Richtung unternehmen werden, werden wir sehr vorsichtig sein. Aber erst einmal es andere Prioritäten. Ich habe völlig recht. Gut. Wenn Sie sonst nichts weiter haben, seien Sie mir nicht böse, aber ich habe noch 2 Termine heute Abend und ich muss mich noch ein wenig vorbereiten und ich brauche, glaube ich, einen neuen Schreibtisch. Sehr gern. Gut. Herr Zarathustra. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen, allesamt. Und Frau Adler? Mhm. Hören Sie denn gut zu? Sie können viel lernen. Okay. Angenehme Nacht. Und der große Typ von der Eingangstüre kommt herein. Wenn Sie mir bitten, folgen wollen. Und er geleitet euch wieder zur Fronttür heraus. Und kaum seid ihr draußen, wird die Tür auch schon hinter euch zufallen. Also
Millimeter, aber er achtet schon darauf, dass ihr nicht rausgeschoben werdet, sondern genau, wenn ihr draußen, puff, als wüsste er ganz genau, wann er die Tür zumachen muss. Markus, wollen wir uns mal kurz in dein Auto setzen? Mhm. Okay. Alle? Beatrice, steigst du mit ein? Ja. Okay. Ja. The stage is yours. Und jetzt? Freunde der Nacht. Ich meine, er hat schon recht. An den Orten, die mit Koordinaten versehen sind, wird die Inquisition höchstwahrscheinlich auf uns warten. Ich denke, auf eine ganz ähnliche Art und Weise, wie die beiden Gestalten, die uns gestern Abend gekümmert haben, am Klärwerk. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Entweder Zarathustra ist nicht auf dem neuesten Stand, oder er weiß nicht. Oder, beziehungsweise entweder er weiß nicht, oder es war nicht die Camarilla, die hinter uns aufgeräumt hat, gestern Abend. Und es kam noch eine weitere Crew, nachdem das Auto abgeholt worden ist. Jemand hat sich darum gekümmert. Und ich habe es gesehen. Und Ratrusta hat nur von einem Mal gesprochen. Irgendjemand kam gestern Nacht. Aber Clay hat doch jemanden angerufen. Oder was meinst du? Jemand danach? Nein, danach. Danach. Clay, hörst du noch zu? Ja. Okay. Ja, ich habe jemanden angerufen. Wieso? Ah, ja, und der hat das Auto abgeholt. Ja. Und danach kam noch jemand. Hat sich alles angesehen. Nach meinem Blut aufgewischt. Die Sachen. Gehörten die okay. zu dir? Nein. Darf ich dir out of character sagen? Doch, du weißt, dass die es von dir sind? Natürlich, der hat doch gesagt, der hat die Kirschmarmelade weggemacht. Ja, genau. Ja. Er hatte doch ganz am Anfang aber gesagt. Aber ich dachte, er hat es am Auto weggemacht. Nein, alles Kirschmarmelade hat er weggemacht. Okay, ja, dann habe ich es aber vorhin zum Beispiel meinen Charakter aufgehalten. Dann spiel das doch damit. Achso. Dann spiel damit. Dann macht ihr euch halt mehr Paranoia, als nötig ist. Ist doch okay. Yay. Ich hab's halt. Nee, ist okay. Alles gut. Wie ist das? Okay. Das Gute ist, es wurde sauber gemacht. Okay. Sehen wir es mal so. Wir haben doch schon drei Baustellen. Problem ist, ich weiß, aber Kilian gehört mit dazu. Weil die einzige Bindung, die wir zu Kilian haben, ist das Klärwerk. Und das Klärwerk steht unter Beobachtung. Die Frage ist, was Joe mittlerweile rausgefunden hat. Sie hatte schon ganz aufgeregt, ja schon mal irgendwie da in dem Handy rumgetippert. Ja, das Clan-Telefon. Kann sie kontaktieren. Und mal fragen. Ja. Und antwortet sie ja. Irgendwo eine Telefonzelle. Eine Telefonzelle. Hier. Lass uns. Den Tassentelefon. Gut, dann schaue ich in mein Telefon. Tippe die Nummer ein. Und rufe mal an. Klingelt durch. Dies ist die automatische, dies ist die Mailbox von 0.
1. Auf. Nun gut. Ich schreibe eine SMS. Okay. Ich bin schneller geworden, ich verspreche es dir. Alles gut. Er hat tatsächlich sein Handy rausgeholt und eine SMS. Hallo Joe, hast du etwas von Kilian gehört? Gesundheit. Fragezeichen. Grüße, Karl. Okay. Gut. Da kommt erstmal keine Antwort scheinbar. Müssen abwarten. Ich lässt allerdings tatsächlich dieser Keller nicht los. Das ist was Persönliches. Chimiske und ich, wenn einer da ist, sollten wir ihn loswerden. Dringend. Habe ich das richtig verstanden? Chimiske? Wer oder was ist das? Holde. Ist ein Clan, der mittlerweile als verschollen gilt. So. Begriff Sabbat habt ihr ja mittlerweile schon mal gehört von den Anarchen. Mhm. Ich war nicht von Anfang an bei der Camarilla. Und so in meinem Clan, wie sicherlich schon aufgefallen ist, nicht besonders stark vertreten ist in der Camarilla. So kann man auch von den Chimiske sprechen. Chimiske und die La Sombra waren Herz und Seele. Sabbat. Und alles, was das Tier in ihr anspricht, es bindet, ihm loslöst, was dich zu einem Kind Gottes oder zu einem Menschen macht, friert, trennt. Das haben die Chimiske gemacht. Chimiske spielen Spiele mit dir und mit deinem Körper und mit Blut. Ich kann es schwer beschreiben. Hat aber nichts mit diesem Erschaffen eines Drachens oder so zu tun? Das ist ein anderer Name für ihren Clan. Sehr alter Name. Benutzt. So. Bin nur einmal gehört. Ach so. Such hatten. Du erinnerst dich, vor ein paar Monaten kam doch auch das Gerücht auf, dass ein Drache aufgetaucht sein soll. Warum ging es? Dann wird es genau das. Die Vermutung sein. War. Ist genau das. Es ist genau das. Und als jemand, der erlebt hat, was diese Dinger tun, wenn sie das tun lässt, was sie tun wollen, müssen wir es finden. Dann würde ich sagen, dass wir tatsächlich Punkt 2 als unsere Priorität heute nehmen. Denn wenn wir von Joe keine Antwort kriegen, kommen wir auch nicht an Kilian. Oder an Informationen daran. Jedenfalls nicht heute unbedingt. Ja, das stimmt. Aber Zarathustra hat schon recht. Ja, der Keller wird überwacht sein. Wir sollten uns die größte Mühe geben, dass es nicht auffällt, dass wir dort eindringen. Ein großer Vorteil, den wir haben, und er dreht sich...
Ich habe gesagt, das auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt etwas, was wir vorher nicht hatten. Der dreht sich um und schaut Frau Doktor an. Wir haben jetzt sie. Sie und ihre Fähigkeiten. Was halten Sie von der ganzen Geschichte? Was würden Sie tun? Was halten Sie von den dünnblütigen? Sie wären diejenige, die ich fragen würde, solchen Angelegenheiten. Ihr Blick ist vielleicht noch nicht so trübt durch alte Erfahrungen. Ich möchte gerne zugeben, dass mein Eindruck von der Welt geprägt ist. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich kann da gar nicht wirklich was dazu sagen, gerade irgendwie. Aber du kannst ja eine Meinung haben, was sinnvoller ist, zum Beispiel von den drei Zielen, die ihr habt. So ganz, was würdest du, also du selbst, du kannst ja auch eine Meinung dazu haben. Generell, da musst du jetzt gar nicht so, ich meine, das kann ja auch dein Charakter die gleiche Meinung haben, aber so, was ist am sinnvollsten? Was erscheint dir tatsächlich am sinnvollsten? Das möchte er ja nur wissen. Überlegt. Also, ich meine, ihr habt ja jetzt für und wieder, hast du ja auch gehört. Ja. Karl ist ganz offensichtlich getrieben von etwas, was vielleicht nicht unbedingt Ratio ist. Also ich würde vielleicht eine Antwort abwarten. Nicht unbedingt auf die Suche gehen, aber ist die Frage, ob was die schnellere Variante wäre. Stichwort abwarten, das ist halt auch die Frage. Muss eine dieser drei Aufgaben definitiv heute erledigt werden? Oder geben wir uns Zeit, Dinge über unsere Kontaktpersonen herauszufinden und es einen anderen Abend anzugehen? Dann hat nämlich auch zum Beispiel Clay die Möglichkeit, noch sein Gespräch nachzugehen. Davon weißt du gar nichts. Du warst. Achso, oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Ja. Metagaming. Sorry, ja, es ist halt schwer, wenn man es hört und dann. Ja, stimmt, hätte ich nicht gesagt. Aber ich habe da noch Zeit für ein Gespräch, das ich heute noch habe. Okay. Oh, ja, dann, was denn für ein Gespräch? Dann passt es ja. Dann passt es ja gut. Wie gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur mein Gefühl, aber manchmal habe ich noch das Gefühl, dass wir Dinge überstürzen, zu schnell in Dinge hineinlaufen, was manchmal auch halt auch... Wir haben uns ja vielleicht auch wir haben uns nach, ja treiben lassen. Vielleicht auch gerade nach letzter Nacht vielleicht ein paar Infos mehr sammeln und vorbereitet reingehen. Beatrice, du verstehst mich. Das ist genau das. Vor allem macht es mich... Zarathustra hat uns ganz klar gesagt, er würde die Orte meiden. Einer dieser Orte ist mein Zuhause. Ich muss diesen Ort irgendwie... Ich muss mehr darüber sowieso noch herausfinden, was die genau wissen und was nicht. Wie soll ich sonst noch an den Tag ruhen können? Und wenn Clayton heute eh noch ein Gespräch hat. Ja. Und an genau dieser Stelle
verlassen wir unsere Vampire für den heutigen Abend. Hin und her gerissen zwischen den möglichen Zielen, die sie verfolgen können. Ob sie die Fragen, die ganz zum Schluss noch von Markus gestellt wurden, dass er wissen muss, was sie über ihn wissen, ihn vielleicht persönlich antreibt, jemandem aus dem Gefängnis zu befreien, der vielleicht mehr weiß. Oder ob sie Karls Zwang nachgehen, in den Keller zu gehen, der immer noch unbeobachtet und unerforscht daliegt. Oder ob sie Kilian retten, der eventuell Informationen über sie preisgeben könnte. Das erfahren wir am nächsten Abend. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sichere Pfade.